Ja, hallo. Guten Abend an alle, die hier im Club Voltaire heute da sind. Schön, dass ihr gekommen seid zum Thema friedliche Sabotage mit Tatjo Müller. Und auch hallo und guten Abend. Und auch schön, dass ihr da seid, die ihr zu Hause an den Rechnern sitzt. Wir werden wie immer einen kleinen Vortragsteil haben oder ein Gespräch mit dir, Tatjo. Und im Anschluss könnt ihr gerne voll in die Diskussion, hoffentlich auch sehr kontrovers einsteigen. Wenn ihr während Tatjo spricht Fragen habt, dann dürfen die gestellt werden, also Verständnisfragen, aber inhaltlich dann später. Habe ich was vergessen? Hat irgendjemand mal genau diese Trennlinie definiert? Theoretisch schon. Genau. Ein Hinweis noch, die Veranstaltung hier wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn ihr hinterher Bock habt, euch hier nochmal das anzuschauen oder das irgendwelchen anderen Freundinnen zeigen wollt, könnt ihr über den Link des Club Voltaires ab wann, Maxim, also irgendwie ein paar Tage später, die Veranstaltung hier. Und der Club Voltaire ist anscheinend keine Bohemian-Bourgeois-Institution. So, das wäre jetzt mein nächstes, was ich gesagt habe. Du hast heute gepostet, dass das hier ein Boho-Club sei. Das ist absolut nicht wahr. Dem widerspreche ich und gebe dir nachher mal eine Nachhilfestunde zum Club Voltaire. Aber das machen wir so ist das. So ist das bei den Linken, Genossinnen und Genossen. Ja, permanent. Okay. In unserer Mitte sitzt Tatjo Müller. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Ich würde trotzdem gerne ganz kurz was zu dir sagen, wenn ich darf. Du bist Politikwissenschaftler, promovierter Politikwissenschaftler. Da freut sich jetzt das Klimakneipenteam, dass ich das sage. Du bist Klimagerechtigkeitsaktivist der allerersten Stunde, kann man eigentlich sagen, oder zumindest schon sehr, sehr lange dabei. 95. Also in Deutschland, also in 2007, 2018 war Anfang das erste Klima-Antirakern zu organisieren hier in Deutschland. Okay, und darf ich das jetzt sagen, du bist Mitbegründer von Ende Gelände oder falsch? Also auf Twitter widersprach jemand, dass der Ende Gelände wurde nicht gegründet, das entstand durch eine Art ungefleckte aktivistische Empfängnis, aber ich würde sagen, ich war in den früheren Kreisen dabei, die das entwickelt haben. Ja, habe ich so verstanden, wollte ich auch gerne so sagen. Und mit uns sitzt Bernd von den Koalas, der netterweise heute mit moderiert, weil wir so gerne mit Tatjo zusammen mitkommen. Genau, so, worüber sprechen wir heute? Also vor dem Hintergrund, dass wir planetare Grenzen erreicht haben, die uns alle angehen und betreffen, und zwar alle im globalen Norden, im globalen Süden, und die Antworten der Politik darauf absolut unzureichend sind, stellt sich die Frage, warum ist das eigentlich so und was muss sich ändern in der Klimabewegung? Der Diskurs oder die Debatte um die neuen Taktiken, ob sie neu sind, das auch, werden wir auch gleich nochmal klären, und Strategien kreist momentan innerhalb der Bewegung, aber auch innerhalb der Medien oder der Diskussion in den Medien, um die Notwendigkeit einer Radikalisierung der Klimabewegung. Du sprichst, Tatjo, von friedlicher Sabotage, andere Akteure sprechen von Demontage mit Würde oder intelligenter Gewalt, ob das alles das Gleiche ist und ob es da Unterschiede gibt und was das überhaupt ist, dem wollen wir uns heute annähern. ZU Plus gibt es, glaube ich, auch noch. Was gibt es noch? ZU Plus. ZU Plus, okay. Ja, dann habe ich das noch nicht, aber das können wir gerne. Kannst du gerne sprechen. Ich glaube, alles selber. Also wir sprechen heute über Notwendigkeiten, über Zwangsläufigkeiten, über Learnings aus der Vergangenheit und auch über mögliche Vorbilder. Genau, die Klimabewegung hat ja sehr viel mediale Aufmerksamkeit erlangt in den letzten Jahren. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv zu bewerten. Und große Teile der Politik sagen auch, dass Klimaschutz total wichtig ist. Und die Konzerne schreiben sich dies mittlerweile sogar auf die Fahnen. Aber de facto passiert viel zu wenig und die Emissionen sinken definitiv nicht. Ja. Irrelevanz ist der State of Affairs, wie du sagst, oder anders, an anderer Stelle, wir haben alles richtig gemacht, nichts hat funktioniert. Frage ist, was ist da los? Auf jeden Fall muss es neue Antworten geben auf die sich eskalierende Klimakrise und auf die Ignoranz der Politik. Ja, und dabei bist du, Tatjo, nicht der Einzige, der sich mit diesen Fragen beschäftigt. Ja, um mal ein paar zu nennen, einerseits dein Kumpel, Weggefährte, kann man sagen, auch als Aktivist, aber auch wissenschaftlich an der Universität Lund in Schweden, Andreas Malm, ist mit einem Buch jetzt hier auch in weiteren Kreisen bekannt geworden, How to Blow Up a Pipeline, auf Deutsch, wie
wie man eine Pipeline in die Luft jagt. Ich muss dazu sagen, das ist keine Anleitung. Das ist eigentlich ein, warum man eine Pipeline in die Luft jagen sollte. Nicht, weil das ein bisschen falsch ist. Es ist kein Anleitungsbuch, es ist eher eine soziologische Analyse. Also sehr differenziert. Er setzt sich damit auch zum Beispiel mit dem strategischen Pazifismus der Klimabewegung und anderer sozialer Bewegungen auseinander und schaut nochmal genau, ob das alles so stimmt. Auch die Narrative, wie vielleicht sozialer Protestbewegung erfolgreich werden kann. Ja, da schaut er nochmal richtig dahinter, vielleicht gibt es auch ein paar Selbstlügen. Es gibt Carola Rakete, die viele kennen, und die indische Aktivistin Payal Parekh, die in, vor ein paar Monaten einen Aufsatz geschrieben haben, der auch zumindest in der Szene viel gelesen wurde, nämlich wie kann die Klimabewegung ihren Kampf eskalieren, um die Machtverhältnisse zu ändern. Und schließlich, und wir haben hier heute auch ein paar Gäste aus der Gruppe hier, die noch nicht so sehr alte, aber ziemlich bekannte Gruppe Aufstand der letzten Generation. Ja, die einerseits mit ihrem Hungerstreik im Wahlsommer 2021 vom Kanzleramt bekannt geworden ist und jetzt seit Jahreswechsel auch durch ihre Blockadeaktionen auf Autobahnen in den Medien hoch und runter diskutiert wird, oft auch mit so einem negativen Zungenschlag, da wird noch vieles nicht wirklich verstanden, aber darüber werden wir wahrscheinlich auch heute noch gut reden können. Weil ob eine Bewegung, die negativ diskutiert wird, ob das für dich negativ ist, ja, genau, du musst steht genau. Ja erstmal ja. Offen. Jedenfalls, du bist von uns jetzt hier eingeladen worden, einerseits als der man könnte sagen, in einer Doppelrolle, Antreiber und Mahner, könnte man sagen. Einer, der sozusagen der Radikalisierung der Klimabewegung um das Wort redet und andererseits aber auch sagt, passt mal auf, liebe Mehrheitsgesellschaft, da kommt was auf euch zu. So, ne? Und denke, das wäre vielleicht so unser erstes Thema, worüber würde ich gerne jetzt ein bisschen einladen wollen zu reden, nämlich, was ist denn so deine Diagnose über den Status quo der Klimabewegung und wie kam es dazu, dass du sagst, die ist sozusagen in eine Sackgasse geraten, Sackgasse der Irrelevanz. Und möglicherweise, du sprichst auch von drei Ebenen der Radikalisierung, einer notwendigen, nicht Neuerfindung, aber eine gewisse Strategieerweiterung, die da fällig ist. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin in Frankfurt am Main geboren und das hier war immer einer meiner Lieblingsorte. Deswegen tut mir es total leid, dass ich ihn da falsch charakterisiert habe. Und lass mir auch gerne sagen, was es denn tatsächlich genau ist. Und ich finde das Koala-Kollektiv voll super. Wenn ihr denen auf Twitter nicht folgt, dann verpasst ihr was. Einfach witzig, klug und stylisch, was für Linksradikale echt nicht so leicht ist. Und die letzte Generation, ihr habt eine Bewegung handlungsfähig erscheinen lassen, die von 2 Jahren so brutal demobilisiert war und so in den Seilen hing. Und trotzdem ist die Hälfte der Bewegung bei euch hergefallen und ihr habt trotzdem weitergemacht. Aber honestly, vielen, vielen, vielen Dank. Das ist so ein bisschen ein experimenteller Vortrag, weil ich habe ihn eigentlich nicht wirklich aufgeschrieben, aus 2 Gründen. Erstens, weil ich wirklich ein bisschen verzweifelt bin. Zweitens, weil die letzten 3 Monate ein Drug-Fuel-Deathmatch über die Beziehung mit The Love of My Life waren, die vor 2 Wochen endete. Und ich bin auch so ein bisschen unaufgeräumt, emotional. Ich bin aber auch nicht unaufgeräumt, weil in der Ukraine ein scheiß Krieg ist, weil sich die politische Agenda in ganz schrecklicher Fragen verschiebt. Und das ist eine total perfekte Einleitung für den Zustand der Klima, um über den Zustand der Klimabewegung zu reden. So, die Klimabewegung beginnt in Deutschland, sagen wir mal, also die Radikale 2008 mit dem ersten Klima-Antira-Camp in Moorburg, Hamburg. Dann 2009 folgt die Kopenhagen-Mobilisierung. Die Idee ist also, dass man ein bisschen wie in der globalisierungskritischen Bewegung 99 fortfolgende globale Policy-Institutionen, WTO, IWF, Weltbank, UNFCCC nimmt und sagt, wir gehen da hin und protestieren da, weil die haben ja globale Regulationskapazitäten. Und wenn wir da Einfluss nehmen können, dann können wir, was wir Globalität nennen, also dann können wir globale Effekte erzielen, was wir als meistens lokal oder höchstens national kämpfende soziale Bewegungen schwer schaffen. Dann waren ganz viele Leute in Kopenhagen. War total sinnlos. 2000 Leute wurden präventiv für nichts verhaftet. Und es folgte die 2-jährige Kopenhagen-Depression. Und der Genossin und mir wurde hinterher noch vorgeworfen, dass wir Leute verheizt hätten, was vielleicht sogar stimmt hat.
weil wir den Leuten halt eine Bullshit-Story erzählt haben, die oben geglaubt wurden, nämlich that these fucking summits matter in any way, shape or form. Dass diese Gipfel irgendwie wichtig sind. Wer mir auf Twitter folgt, weiß, dass ich eine gewisse Obsession habe mit der sogenannten Keeling-Kurve. Das ist die Kurve, die den Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre, CO2 und CO2-Äquivalent, in der Atmosphäre nachzeichnet. Und wenn man das ins Verhältnis setzt zu den Meilensteinen dessen, was man Klimapolitik nennt, parenthetisch ist die Klimapolitik ein lustiges Politikfeld, insofern ist eigentlich, als es das einzige Politikfeld ist, das nicht das Klima beeinflusst. Also hatten wir Gipfel, die Meilensteine der Klimapolitik haben überhaupt keinen empirischen Effekt auf entweder den jährlichen Ausstoß oder die Konzentration in der Atmosphäre von Treibhausgasen. None whatsoever. Das muss man sich einfach mal klar machen. Und deswegen ist natürlich auch eine Mobilisierung zu einem Gipfel, also eine Mobilisierung zu einem irrelevanten Gipfel ist ipso facto irrelevant. Weil wir, die Debatten kennt vielleicht nicht mehr so ganz, in der globalisierungskritischen Bewegung war uns schon klar, dass wir zur WTO gehen, zum IWF oder zur Weltbank gehen, weil die haben halt Macht. Und die haben globale Effekte. Der IWF kann globale Policy-Effekte generieren. Und das können wir nicht aus uns selbst heraus. Also gehen wir zu den Gipfeln und hängen, wir reiten Huckepack auf deren Einfluss. Die UNFCCC ist just pointless Bullshit. Ich sage jetzt nicht, wie ein Verschwörungstheoretiker, dass die geschaffen wurde, um uns abzulenken oder so ein Quatsch oder um den grünen NGOs einen Spielplatz zu geben. Also, that is what it also does. Aber das wurde sicherlich geschaffen mit dem Gedanken von netten, wohlmeinenden Leuten, dass man da ein bisschen das Klima retten könnte. Aber natürlich gibt es ungleich stärkere Policy-Felder. Also ich meine, wenn sich Steffi Lemke, unsere momentane Umweltministerin, richtig? Steffi Lemke sagt ein Wort dazu. Steffi Lemke ist unsere momentane Umweltministerin, glaube ich, oder? Ach ja. Genau. Davor hatten wir die Svenja Schulze. Davor gab es mega coole Lesbe Barbara Hendricks. Die hatte wenigstens... I was going to say, she had Corona. That's very, very... ich ziehe diese Referenz zurück und entschuldige mich mit 3 Tagen in der Schulenszene rumhängen. Wenn eine Umweltministerin mit einem Finanzminister kämpft, was passiert dann? Dann gewinnt natürlich der Finanzminister. Wenn du ein Policy-Feld wie die WTO, also wenn du eine Institution wie die WTO hast, wo Staaten verklagt werden können, wo es tatsächlich rechtlich verbindliche Abkommen gibt, wo es eine ganze Riesenbürokratie gibt und wo die Unternehmen auch ein Incentive haben, hinzugehen. Ah, fuck, ich zappel zu viel. Seid immer hyperaktiv. Und manisch. Genau. Policyfeld, man schafft, genau, so. Also wir sind jetzt gerade in der Irrelevanz der Klimapolitik. Die Klimapolitik, genau. Findest du noch den Bogen zur Klimabewegung? Genau, ich bleibe ein bisschen in dieser Kopenhagen-Depression hängen, weil die war wichtig. Es gab die Nuller und hatten wir gedacht, okay, diese Gipfel sind Orte, wo wir Macht ausüben können. Und die Frage nach dem aktivistischen Hebel, wo gehen wir hin, um Effekte zu haben, ist eine, die mich seit 20 Jahren umtreibt. Weil ich finde, Aktivismus einfach nur zur Selbstbestätigung ist nicht nur langweilig, er ist ineffizient und da könnte ich dann tatsächlich aufs Wochenende irgendwie rumvögeln. Also da brauche ich kein Klimacamp, wenn es völlig ineffektiv ist. Wir müssen Aktivismus machen, weil wir auch keine Zeit haben, wir haben keine Ressourcen, wir haben wenig Hoffnung, also müssen wir effizienten Aktivismus machen. Also müssen wir rausfinden, wo ein guter Hebelpunkt ist. Und wir dachten, die Gipfel wären Hebelpunkte. Wahnsinnig. Danach sind wir in die Reviere gegangen. Klimacamps 2010 in Bonn das erste, 2011 in der Lausitz das erste. Die wanderten ein paar Jahre durch die Wildnis, also teilweise mit 20 Leuten bei Aktionen, 200, 400 Teilnehmerinnen bei den Camps. 2012 fing die Hambi-Besetzung an, aber die war auch erst noch unsichtbar. Und so 2015, wir haben alles richtig gemacht, das fing an. Ende Gelände wird 2014 angedacht und von niemandem. Und 2015 schaffen wir es so ein bisschen aus dem Nichts heraus. Also den Abend vor der ersten Ende Gelände-Aktion dachten wir noch, sie würde scheitern wegen dieser blöden Autobahn. Und als wir dann in der Grube drin waren 2015, ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, das fühlte sich an, als würde man, der Moment, wo wir feststellten, das war ein Erfolg, fühlte sich an, als würde man so eine Batterie puren Lebens anfassen und sich daran aufladen. Also ich habe sehr viele verschiedene Highs erlebt und ich muss sagen, das erfolgreiche Massenaktionshigh ist da schon Topline. Kann ich kurz was dazu fragen? Seid ihr 2015
2015 nur in die Grube gehüpft, oder was heißt nur, oder gab es dort auch schon Sabotage? Nee, das waren erstmal Blockaden. Also das waren symbolische Blockaden. Also ich weiß, wir nennen das natürlich zivilen Ungehorsam, manche nennen es auch direkte Aktion, aber es ist keine direkte Aktion. Das ist wichtig. Die Wirkungskette der Aktionen von Ende Gelände ist aus der Anti-Atom-Bewegung gelernt. Die Idee ist, man macht hochmediatisierte Aktionen, also man macht eine Aktion, die führt zu Konflikten, der Konflikt wird mediatisiert, die Mediatisierung gibt uns Raum, unsere Inhalte zu pitchen und die sind natürlich besser als die Inhalte der anderen Seite, weil wir immer recht haben, weil wir Linke sind. Und das war sarkastisch, aber trotzdem. Und dann haben wir also sozusagen in diesem Raum, den die Aktion und ihre Mediatisierung schaffen und auch die teilweise gewalttätige Response der Cops, gibt uns die Möglichkeit, die Leute zu überzeugen. Dann haben wir irgendwann eine ausreichende Mehrheit auf unserer Seite. Dann tritt irgendein externer Schock ein oder irgendein Momentum, eine Krise. Fukushima vor der Baden-Württemberg-Wahl. War ganz konkret, CDU hat Angst, Stammland zu verlieren. Bam, Atomausstieg. Das ist wichtig, weil sozialökologische Bewegungen haben ganz wenige Makro-Policy-Effekte im globalen, Makro-Policy-Erfolge im globalen Norden. Das ist ein zentraler Punkt. Also die sozialökologischen Bewegungen, die wir seit den 60er, 70ern kennen, haben oft auf lokaler und regionaler Ebene Erfolge, aber auf der nationalen Policy-Ebene, vor allem im Stromsektor. Der Stromsektor ist totales Hoheitsgebiet. Kriege werden über Strom geführt, wie er produziert wird. Hitlers Armeen sind nicht auf Moskau marschiert, sondern nach Süden abgebogen, weil sie, glaube ich, den Donbass besetzen wollten, weil sie die Kohle sozusagen haben wollten. So. Dass eine soziale Bewegung von unten in einem hoheitlichen Policyfeld, der Stromerzeugung, so einen Makro-Policy-Erfolg hat, da gibt es kaum empirische Vergleichsbeispiele. Mhm. Also haben wir in der Antikohlebewegung fast im Grunde Ende Gelände hat diese Wirkungskette abgeschrieben. Wir haben gesagt, let's do exactly that, weil wir haben, es hat doch einmal funktioniert. Und du sagst uns, vieles von dem, was der Anti-Atom-Bewegung geglückt ist, ist auch erstmal Ende Gelände. Ende Gelände gut gegangen bis. Ich würde sagen, 2015 bis 2018 war die heroische Phase der linksradikal geführten Klimabewegung in Deutschland. Da hatten wir also ein Ende Gelände. Ich komme immer wieder auf diese blöde nationalistische Formulierung: im Felde unbesiegt. Aber das ist total scheiße. Also Ende Gelände hat jedes Jahr das Aktionsziel erreicht. Das habe ich noch nicht. Ich mache seit 20 Jahren, über 20 Jahren zivilen Ungehorsam. That's not normal. Also das ist halt, weil dann 2015 war unsere erste Aktion. Das war auch das Jahr, in dem die Hambis sichtbarer wurden. Mhm. Ende 2015 hat die Weltgemeinschaft sich in Paris auf das Paris Agreement geeinigt. Und das war dann ganz spannend, weil die Weltgemeinschaft dachte, Klimaschutz mega wichtig, auf jeden Fall. 2 Grad, aber definitely 2 degrees, but closer to 1.5. Dummerweise ändert sich natürlich nichts. Mhm. Und von Anfang 2016 bis Ende 2018 ist so eine Grace Period, das ist so die Goldilocks Zone, wo wir die Guten waren. Also wer alter Linksradikaler ist, ich sag mal alternder Linksradikaler, hat auch eine Erfahrung, dass man halt von der Gesellschaft gehasst wird. That's fine, we hate them too, fuck you. So. Aber die heutige Klimabewegung ist aufgewachsen in einer Zeit politisch, also ist das dann politisch sozialisiert, anpolitisiert, glaube ich. In einer Zeit, in der wir die Guten waren. Also ich habe in der Lausitz 2016 bei Ende Gelände ein Interview gegeben, aber Herr Journalist, wir setzen doch nur den Willen der Regierungen um und der Weltgemeinschaft und wir sind doch hier nur darum, das Paris Agreement umzusetzen. Das ist halt so ein lächerliches Interview, aber weil ich hasse ja, die Normalität ist so scheiße, das sind ja nicht die Normalität. Ich hasse eine Gesellschaft, in der es normal ist, Dinge zu tun, die Welt zerstören, wie zum Beispiel bei VW arbeiten, aber wo Sexarbeit teilkriminalisiert wird. So, diese Normalität, es wagt uns irgendwas zu sagen, wie wir uns verhalten sollen, finde ich absurd. So, und in dem Moment hatte uns diese Normalität eine Art Legitimitätsmantel gestrickt in Paris und dann haben wir uns den umgehängt. Wir waren also mehrere Jahre die Guten. Ende Geländeaktionen wurden kaum angegriffen. Dann hat RWE 2018 noch den gigantischen Fehler gemacht, versucht, den Hambi zu räumen. Und die Hambis haben mit super, super Presse- und Öffentlichkeitsarbeit es geschafft, das erste Mal ein Klimathema zu popularisieren. Beim Hambi 2018 sind Omas mit ihren Enkelinnen in den Wald gegangen und ich habe rührende Momente, wo eine Oma ihrer Enkelin zeigt, wie man ein Stöckchen in die Barrikade tut, oder dass es nützlich ist. Und du glaubst, dass die
Aktivitäten von Ende Gelände sozusagen die Vorarbeit geleistet haben, um für die Akzeptanz der 50.000, glaube ich, Demonstrierenden im Hambi. Also, Oma und Enkel. Ich glaube, Hambi und Ende Gelände haben da eng ineinander gegriffen. Das sage ich auch, weil zu Beginn gab es da sehr viel Abneigung und die Hambis hielten uns für moderate Sellouts. We thought they were anarchist crazy people. Wir haben im Grunde war es so, der Hambi hat ständig, der hatte den Ort geschaffen, wo man erstmal Kader produzieren kann. Also soziale Bewegungen brauchen Orte, wo man Skills lernt, wo man Identität lernt. Und Ende Gelände hat die Aufmerksamkeitsmomente geschaffen. Und das zusammen verwob sich dann in so einer Situation, wo man 2017 zum Beispiel beim Klimagipfel in Bonn der Welt gezeigt hat, dass Deutschland nicht Klimaretter ist, sondern halt Braunkohle-Champion. Also wir haben wirklich die Journalistinnen quasi vom Konferenzzentrum Eingang mitgenommen bis in die Grube. Und das wiederum gab es einen Rückkopplungseffekt auf die deutsche Selbstwahrnehmung. So, oh Gott, wir sind Braunkohle-Weltmeister. So, das heißt, die Antikohlebewegung macht alles richtig, gewinnt jeden Kampf, gewinnt jede Schlacht. Und dann macht das politische System den Gegenmove. Die Kohlekommission zieht das Klimathema weg von der Straße, weg von den Orten, wo wir Macht haben, und setzt es neben die Rente, die Jobs, die Anti-AfD-Politik, was super wichtig ist. Und wir alle wissen, dass diese Themen irgendwie nicht gleich sind. Weil du kannst nicht sagen, hey Klima, könntest du bitte mit dem Abkippen des westantarktischen Eisschätzkurs warten, bis wir da mal den Just Transition hingekriegt haben und da geachtet haben, dass in Sachsen-Anhalt die AfD nicht so stark wird. That's not how this shit works. Aber durch diesen Move in die Kohlekommission wurde das Thema sozusagen depopularisiert und befriedet. Und das war im Grunde für mich der Punkt, wo eine längere politische Depression anfing, weil diese Antikohlebewegung war my adult life's work, also nicht mein, aber so. Der Kohlekompromiss, das Klimapäckchen, all das, das war für dich 2038, das war eine Frechheit. Das war dein richtiger Ausstieg aus der ganzen Geschichte, in deine Erzählung, um jetzt ein bisschen raus zu zoomen aus dem Maschinenraum der Klimabewegung. Ich dachte, ihr habt mich da hingezogen. Das hat uns ja auch erstmal interessiert und du hast es uns hier viel detaillierter dargestellt, als jetzt, sag mal, so in den Qualitätsmedien oder was du dann heraus, ja, herausziehen, aber dennoch interessiert uns nochmal dieser etwas globalere Blick, nämlich du hast hier eine Taktik, du hast von erfolgreichen Kämpfen gesprochen und jetzt sind wir aber in sowas wie in einer Sackgasse gelandet. Also es gibt Konkurrenzthemen, es gibt Stapelkrisen. Ich wollte nochmal ein paar Begriffe reinwerfen, die wir vielleicht noch verknüpfen wollen hier. Und ich würde ganz gern auch noch was einwerfen, wenn ich darf. Und zwar müssen wir darauf zu sprechen kommen, Fridays for Future, Massenbewegung, Millionen sind auf die Straße gegangen, vor Corona auch mit Sabotageakten. Das Thema Klimakrise war dadurch sehr, sehr präsent in den Medien und es ist nichts passiert am Ende. Genau, also das wäre jetzt meine Dramaturgie genau jetzt gekommen, also 2038. Hi Alexis. 2038, das war eine Frechheit. Dass eines der reichsten Länder der Welt erst in 20 Jahren aus dem dreckigsten der fossilen Brennstoffe aussteigt, war ein Tritt in die Fresse der Klimabewegung. So, und zeigte im Endeffekt, dass unsere Wirkungskette, die wir von der Anti-Atom-Bewegung abgeschrieben haben, nicht funktioniert hatte. Dass die Gegenseite viel besser aufgestellt war. Die IGBCE, die Kohlegewerkschaft, ist ein viel tougherer Gegner gewesen als die, also die IG Metall hing viel weniger an der Atomkraft. Und die Gegenseite hat uns ausgedribbelt. So. Und dann war ich schon auf dem Weg in die politische Depression, aber dann tauchte dieser neue welthistorische Akteur auf, Fridays for Future. Mhm. Innerhalb kürzester Zeit, fast aus dem Nichts kommend, also ich glaube, Greta hat ihre ersten Proteste im Juni 2018, Juli, also irgendwann im Sommer 2018 gemacht, waren die 2019 in der Lage, 1,4 Millionen Menschen bei der größten Demo bundesweit ever, also größten Anything-Demo in der BRD ever, auf die Straße zu bringen. Und at the very same moment, als die Fridays Leadership auf der Bühne stand und Reden gehalten hat bei der Demo, hat die Bundesregierung die fucking Chuzpe, das Klimapäckchen vorzulegen. Was halt so absolut unzureichend war. Das ist wirklich, also ich habe gedacht, jetzt muss doch ein Riot ausbrechen. Also ich meine, nicht im Sinne von, ich rufe jetzt nicht zu Riot. Actually, you know what, yes. Ich hatte dann jemand gehofft, jetzt fuck, greift das fucking Bundeskanzleramt an. Das kann doch nicht sein. Kanzlerinnenamt. Und aber nichts passierte. Fridays ging einfach nach Hause. Also okay, ja, dann machen wir halt einfach weiter genau das, was bisher zu nichts geführt hat. Nämlich, wir haben keine Policy-Effekte. Die deutschen Emissionen steigen, es gibt keine Strukturveränderungen. Europäische Klimapolitik ist irrelevant, globale Klimapolitik ist irrelevant. Und all the while, the world burns. 2019 gab es im April
in Brandenburg Waldbrände. In Norddeutschland im April. Das fand ich total absurd. Und ganz viele andere Dinge sind natürlich auch passiert. Viel schlimmere Dinge, aber es war sowas. Es sind ja nicht die großen Klimakatastrophen, die unsere Perspektive auf den Klima ändern, weil das Hirn speichert Katastrophen in einem eigenen. Also One-Off-Katastrophen werden in einem separaten Teil des Hirns gespeichert, damit sie ja nicht allzu sehr fertig machen. Es sind die alltagsfernen Alltagswahrnehmungen. Wie zum Beispiel, warum ist es denn irgendwie im Februar plötzlich 20 Grad warm? Oder im März jetzt so. Es ist gerade 20 Grad warm, ne? Ja, im März. Und das war eigentlich ein abstraktes Beispiel. Aber so, jedenfalls, so the world is burning und nichts passiert, nichts verändert sich. Fridays hätte dann im Grunde sagen können, na gut, okay, ihr hattet 2019 krassen Aufwuchs, 2020, dann müssen wir jetzt zurückschlagen, jetzt auf die Kacke hauen. Und dann kommt? Fucking Corona. Genau. Demobilisiert die Bewegung, atomisiert die Gesellschaft, macht alles grauer, dunkler. Übrigens hat der Beginn dieser wahnsinnigen Beziehung, die jetzt vor kurzem endete. Und ich glaube, viele Leute haben interessanterweise, random point, aber viele Leute berichten, dass sie ganz merkwürdige Beziehungen innerhalb dieser Corona-Zeit geformt haben, weil das ist eine Ausnahmesituation für die Gesellschaft. Und soziale Bewegungen, wir brauchen Masse, wir brauchen Straße. Das ist unsere Machtquelle. Und dennoch sind die ja nicht stehen geblieben, sind nicht auseinandergefallen. Genau. Also es gab eine ganze Menge Diskussion und Fridays hat sich besonders sehr viel weiterentwickelt. Es gab eine ganz vieles, also endlos viele Zoom und sonstige ja, Diskussionen, Tagungen, Fortbildungen. Ich will Fridays nicht dissen, aber wenn man sagt, eine soziale Bewegung hatte viele Diskussionen, dann sage ich, I don't give a fuck. Also ich war schon bei so vielen sozialen Bewegungsdiskussionen dabei, dass ich kein, so, das Reden selbst kann auch, wie wir wissen, Teil von Verdrängungsprozessen sein. Also, man kann über Beziehungsprobleme reden, until the cows come home. Wenn man nicht irgendwas tut, dann ist der Oslo Friedensprozess produziert wahnsinnig viele Worte. Remind me what happened there. Also nichts, gar nichts, gar nichts. Und im Grunde, wir waren demobilisiert. Wir können jetzt, wir haben Konferenzen gehabt, wir haben kleine Aktionen, wir waren 2 Jahre de facto out of the game. So. Und während der Zeit baut sich die Gegenseite weiter ihre Verteidigungsposition auf. Der Corona-Lockdown scheint einen Moment anzubieten, wo etwas, was wir in der globalisierungskritischen Bewegung nie geglaubt hätten, dass Staaten kollektiv in der Lage sind, den Kapitalismus runterzufahren. Also dass Staaten, die kollektiv handeln, so diese Hebelfrage ist, wie ihr merkt, die kommt immer wieder. Die fahren ihn runter, um ihn zu retten. Ja, aber that's the point, die konnten ihn runterfahren. Es gibt einen Hebel. Warum der Hebel gezogen wird, ist mir jetzt erstmal egal, aber es gibt diesen Hebel irgendwo. Da will ich auch hin. Also ich bin nicht in die Regierung, aber... dass der globale Kapitalismus durch kollektive politische Entscheidungen runtergefahren werden könnte. Ja, wobei die Transportinfrastruktur, die wurde ja nicht runtergefahren. Ne? Es wurde massiv, es wurde schon, könnt ihr euch noch an diese Wochen erinnern, wo man keine Flugzeuge mehr sah? Ich lag auf dem Tempelhofer Feld und es war so, also ja, wir sind jetzt in Frankfurt. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an diese Zeit, wo einige dachten, jetzt kommen wir durch die Krise nochmal wieder ins Grundsätzliche und merken wir, was wir auf einem falschen Pfad sind und dass das alles gar nicht so viel Spaß macht. Und es gab so ein bisschen ging der Himmel auf und alle haben diesen Mai erlebt als magisch. Ja, auf einmal gibt es irgendwo wieder, also das ist ein bisschen kitschig, dieser Corona-Kitsch. Und relativ schnell wurde dann klar, dass das Krisenmanagement in der Corona-Politik und sozusagen auch da mal ein bisschen auf die Bremse zu gehen, wirtschaftlich, meilenweit entfernt ist von dem, was als eine große Transformation hier eigentlich fällig wäre, worüber wir gerne noch mit dir reden wollen. Korrekt, aber die Emissionsreduktionen, die während der Phase des ersten Lockdowns erreicht wurden, sind von genau der Größenordnung, 7% per anno, die wir für eine tatsächliche Klimapolitik bräuchten. Also ich will jetzt nicht den Corona-Lockdown abfeiern. Ich meine, der hat für queeres Leben war der ein Desaster. Vieles, aber für queeres Leben wurde der Tat zerstört. Wir wollen ja auch Orte des kollektiven Zusammenrottens. Und der war total scheiße. Aber einen Punkt da drin fand ich halt spannend. Regierungen sind also in der Lage, der Staat im Kapitalismus ist in der Lage, jetzt beziehe ich mich auf 70er Jahre, auf die Debatten, der Staat im Kapitalismus ist in der Lage, den Kapitalismus runterzufahren. Auch wenn es nur als ideeller Gesamtkapitalist in der Verteidigungskapitalismus tut, ist das doch ein relevanter Fakt. So, aber anyway, der Moment vergeht, die Degrowth-Debatte bleibt, die Degrowth-Kontexte, die Postwachstumskontexte bleiben da still. Und im Grunde kommen wir zurück to business as usual. So, dann haben wir also letztes Jahr den Klima-Horrorsommer. Man hat das Gefühl, die Welt
man hat nur zwei zukünftige. Man kann absaufen oder verbrennen. Und in Deutschland, also das ist von Australien bis in die USA. Also eben genau in den Ländern, die sich bisher für ihr Klimakrisen immun gehalten hatten. In Deutschland wird es besonders offensichtlich, oder diese Zangenbewegung, weil erstmal das westdeutsche Stammland absäuft und gleichzeitig unsere Urlaubsinseln abbrennen. Also der Ort, wo wir von unserem Alltag entfliehen, unsere Inseln, Malle, fortfolgende. Das war jetzt kein Klassendiss, sondern ein Deutschlanddiss. Ich glaube, in Deutschland wurde diese Zangenbewegung ganz stark wahrgenommen, auch weil wir eben so eine starke Klimadebatte haben. Dann kommt der IPCC-Bericht raus und sagt, Leute, es gibt keine effektive Klimapolitik. Und in dem Moment entsteht neuer politischer Raum. Also es gab die Flut und könnte ich noch daran erinnern, das war tagelang, waren die Nachrichten ausschließlich Flutberichterstattung. Und alle haben darüber geredet, weil niemand, auch die krassesten Klimaalarmistinnen, hätten nicht gedacht. Also 2010 hätte ich mich gefragt, ja, werden 2020 in Deutschland hunderte Leute absaufen bei der Flut? Nein, das wird in Guatemala passieren, aber nicht, oder viele Tage, aber genau damit. Wochen später die Trielle, also mal, und was war davon? Die Grünen waren halt im krassen Kuschelkurs. Die haben gesagt, wenn wir mit der Union koalieren müssen, ich meine, erstmal sind die Grünen keine radikale Partei, die wollen auch nicht Radikales sagen, aber die waren auch eher auf Kuschelkurs. Fridays, also allen Respekt vor Carla und Luisa, aber die haben am Morgen des IPCC-Berichts einen Artikel geschrieben, der war einfach nur more of the same. Und das ist tatsächlich auch eine Kritik, die ich empfehle. Ich habe im Zug heute Jakob Blasel getroffen und habe gefragt, was ist denn jetzt euer nächster Move? Weiß ich nicht. So, es ist schade, weil der Bewegungshegemon nicht weiß, was er tun ist. So, letztes Jahr geht dieser politische Raum auf und niemand füllt ihn. Ende Gelände, der Haufen, den ich mitgenommen habe, ist meiner Meinung nach zu sehr zu einem linksradikalen Akteur wieder geworden. Und ich komme aus der radikalen Linken mit, wenn ich das Adjektiv im negativen Sinne verwende, meine ich selbstreferenziell. Die Ende-Gelände-Pressearbeit war immer dazu designt, interventionistisch zu sein. Jetzt ist sie mehr wieder sozusagen zum also ein größerer Teil davon ist so Selbstvergewisserung. XA hat so viele Publicity-Fehler gemacht am Anfang und außerdem war die Deutsche Linke so kacke, wie die Deutsche Linke üblicherweise ist, wenn Leute von draußen kommen und sagen, hey, lass uns was anderes machen. So, no, we have read Marx and Kant and Hegel and we definitely know better than you how to do things. So, und and of course, the Brits did the same thing that they always do, wenn sie irgendwann gesagt haben, oh, this worked in England, it must also work here. So, also, Desaster von beiden Seiten. Also, Ende Gelände ist selbstreferenziell, XA ist nicht mehr handlungsfähig und Fridays hat keine Ahnung, wo sie hinwollen. So. Ich neige ein bisschen zu härteren Urteilen, aber das ist ein Statement, ja. Und dann? Ja, ich hoffe, mal schauen, wer das jetzt also gehört hat. Hi, falls ihr von Ende Gelände, XA oder FFF zuhört, sorry, I'm just really sad. So, und ein bisschen hoffnungslos. Das erste Mal, ich kenne das ja schon von dir. Danke. Du neigst zu Ausbrüchen. Und das ist die Situation. Wir haben also, der politische Raum geht auf, weil an den Tagen nach diesem IPCC-Bericht, zwei Tage später kam ein Grasdealer, der ist dumm wie Brot. Der hat auf Telegram mal eine Gruppe seiner Kunden und Kundinnen mit vollen Namen gehabt. Like, Jesus Christ. Der kam, also am Montag aus dem IPCC, am Mittwoch kommt er vorbei, bringt das Gras und dann... Ich habe zumindest eine Vorladung bekommen wegen eines Twitter-Bildes von another story. Können wir später drüber reden. Und der sagt, Tati, du bist doch so ein Umweltdings. Ja, ich bin so ein Umweltdings. Das mit dem Klima und der Wirtschaft, das kriegen wir nicht mehr richtig zusammen. Das kriegen wir nicht mehr gebacken. Ihr kennt den nicht, aber also eine politische Frage zu stellen, das ist was völlig Neues. Mein liberal-konservativer Nachbar, wenn ich zu dem sage, du musst doch eines anerkennen, dass die Parteien, die du unterstützt, nichts gegen diese große Krise tun. Meine These ist, dass eigentlich mit dem IPCC-Bericht und dem Klima-Horrorsommer politischer Raum aufging, den auch wir als Klimabewegung noch nicht besetzen. Der liegt da offen rum. Ich meine, warum hat so ein... I'm a aging, bearded white guy. Und trotzdem habe ich mit dieser friedlichen Sabotage-Story unglaublich viel Medienraum bekommen. Klar, ich bin jetzt ja auch ein extremer Selbstdarsteller. Sure. I get that. Warum habe ich damit so viel Raum bekommen? Ich alleine mit dieser Story. Weil niemand diesen Raum füllt. Und weil du die grüne Raff erwähnt hast, möglicherweise auch, weil das natürlich ein Schlagwort ist. Darauf stürzen sich die Medien möglicherweise. Ja, das war ja geplant. Aber dazu kommen wir später. Dazu später. Ich habe nicht zu einer grünen RAF aufgerufen.
Ich habe auch nicht gesagt, das wäre eine super Idee. Sag nochmal genau, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, dass, also, die dreifache Radikalisierung. Also, das ist ein Gespräch mit Jonas Scheibe, sehr kluger Spiegeljournalist. Und das, was sind denn die zukünftigen Szenarien? Also, erster Punkt, weitere Radikalisierung und Eskalation der Klimakrise. Das ist written in stone. So, wissen wir. Mhm. Darauf wird folgen eine... Ein Teller essen. Nachher. Darauf wird folgen natürlich ein Ansteigen unserer Aktionen. Also, weil da gibt's einen Zusammenhang. Darauf wird aber folgen eine Radikalisierung der gesellschaftlichen Ignoranz. Denn, und dazu komme ich später mit der These der Verdrängungsgesellschaft, im Grunde ist es so, und das weiß ich tatsächlich mittlerweile aus Diskussionen mit meinen zwei Ex-Partnern, wenn man Menschen mit überzeugenden Beweisen und Belegen ihres Fehlverhaltens konfrontiert, die Anpassung an die Kritik, also sozusagen die Aufnahme der Kritik und das Verhalten richtigstellen, aber als zu teuer oder zu schwierig wahrgenommen wird, dann führt ein Ansteigen kritischer Informationen nicht zu Verhaltensänderungen, sondern zu Verdrängung, die wiederum zwei Formen annehmen kann, Ignoranz und Brutalität. Mein Ex-Ehemann wurde bei überzeugender Kritik vor meinen Augen dumm, wenn ihr das hört, wir haben das diskutiert, das ist open issues. Es ist total spannend, wie ein intelligenter Mann vor meinen Augen, der verlor die Fähigkeit, ganze Sätze zu bilden. Das heißt, das Hirn das hat so einen Shutdown gemacht, so, scheiße, wenn ich dem jetzt zustimme, was der Tadjo gerade sagt, dann muss ich ja anerkennen, dass ich mich total strukturell scheiße verhalten habe. Das kann ich gerade subjektiv nicht abfedern. Also hat es sein Hirn einfach einen Shutdown gemacht. Das heißt, eine extreme Stress- oder Traumareaktion, man würde sagen Scham oder... Scham oder Scham und Schuld, das ist mal eine andere Debatte, wie man die differenziert, aber Scham appliziert auf das ganze Subjekt. Scham heißt, du bist schlecht. Hm. Schuld heißt, das war schlecht von dir. Also das ist der Unterschied dabei. Ja. Deswegen Scham nochmal ein schrecklich regressiver Affekt und wer Flugscham als Strategie verwenden will, ist ein Arschloch. Ich kam aus der queeren Bewegung, mit Scham kann man bei uns nicht operieren. So, und dann die zweite Reaktion ist Brutalität. Das war jetzt von meinem Ex-Freund. Wenn der mit negativen Informationen konfrontiert wurde, dann hat er irgendwann, wurde er emotional unglaublich brutal und abusive. So, das erzähle ich nicht, weil ich erzähle voll gerne aus meinem Privatleben, aber ich erzähle nicht nur deswegen davon, sondern weil, was haben wir in den letzten Monaten gesehen? Die Reaktionen auf die Aktionen, die nochmal einfach. Ich bin euch so dankbar, ich gucke in eure Richtung, weil mir gesagt wurde, dass hier die letzte Generation sitzt. Ich bin euch so dankbar für diese Aktion. Nicht nur, weil ihr einfach Handlungsfähigkeit bewiesen habt. Und ich glaube, Leute verstehen oft nicht, dass nur weil eine Bewegung existiert in Organisationen, das heißt ja nicht, dass sie wahrgenommen wird. Und ohne Wahrnehmung sind soziale Bewegungen, hat nur die Hälfte davon, was sie sein sollen. Und zweitens habt ihr die genau richtigen Fragen gestellt, warum ihr euch in dieses Essen retten gesetzt, das ist another story. Aber die Frage ist doch im Endeffekt, hey, du Gesellschaft, wir haben jetzt alles Mögliche probiert, um dich zu überzeugen, dass du dich anders verhalten sollst. Du hast mit deinen zwei typischen Reaktionen, Ignoranz und Brutalität, reagiert. Also zuerst Ignoranz, Brutalität kam dann bei den Autobahnblockaden, ich meine, das haben wir ja alle gesehen, der Autofahrer ist ja ein soziopathisches Subjekt, also als... Ne? Diese Aussage hätte vielleicht ein bisschen Kontext gebraucht, aber da habe ich keine Zeit. Und die haben euch ja angegriffen, genau wie die Trucker in Kanada das Gefühl hatten, dass ihnen die Welt gehört. Genauso dachten die Autofahrer, ihnen gehört die Straße. Sozusagen Deutschland ist da, um Autofahrer von A nach B zu bringen. Und which is more or less correct, actually. Und da fiel mir dann halt auf, dass wir in der richtigen Scheißsituation sind. Also ich habe gesagt, wir müssen anfangen, also ich habe letztes Jahr gesagt, wir müssen anfangen zu sabotieren. Das heißt, wir müssen aufhören, einfach auf die Überzeugung zu setzen, zu sagen, hey, wir überzeugen die Bevölkerungsmehrheit, das überzeugt dann irgendwie die Parteien. Ah ja, sorry, ich habe die Wahl völlig vergessen. Die Grünen haben es geschafft, for better or worse, oder ob sie es verdienen oder nicht, sie waren die Klimaschutzpartei, sie wurden als die Klimaschutzpartei wahrgenommen. Wer Klimaschutz am wichtigsten fand, hat die Grünen gewählt. Bis auf, ich glaube, Lorenz Köster-Beutin, aber... More or less. Also ein toller Genosse in der Linken, der nicht mal im Bundestag sitzt. Die Linke. Another issue. Aber die meisten Leute, die Klimaschutz nicht haben die Grünen gewählt. Die Grünen haben am Ende 14% bekommen, glaube ich. Oder? 14?
14. So, das heißt, die anderen Parteien, also Deutschland hat nun gesagt, Klima wichtig, Klima wichtig, Klima voll wichtig. Fridays hat alles auf diese Wahlen gesetzt. Und zu zeigen, das war die andere Wirkungskette. Man wollte im Endeffekt, wenn die Parteien dann die Mehrheitsmeinung, und 2018 hatten die sogar eine Mehrheit von AfD-Supporterinnen, die jetzt nicht, I'm not a big fan of theirs, aber wenn du 50% von AfD-Supporterinnen davon überzeugst, einen schnelleren Kohleausstieg zu fordern, dann weißt du, dass die Gesellschaft noch nicht weit gekommen ist. Inhaltlich. So. Trotzdem kriegen die Grünen bei der Wahl, bei der Klimawahl, nur 14%. Das heißt, Fridays for Future-Strategie ist komplett gescheitert. By the way, das sage ich als jemand, der die Ende-Gelände-Strategie mitgeschrieben hat und ist ja auch gescheitert. Also ich sage das nicht als nein, sondern we have all failed. Und da müssen wir mal eingestehen, dass das so ist. Und das bedeutet, dass wir in einer Situation sind, wo wir alle unser eigenes Business as usual mal hinterfragen müssen. Das sagen aber die anderen Seite. Also die Kohlefirmen sollen ihr Business as usual hinterfragen und die Parteien sollte man. Ja, wir halt auch. We've been failing just as badly, just a bit more glamorously. Aber, we gay people like glamour. Wir sind gescheitert. Ich kann der von mir oft zitierten Freundin und Genossin Tete Lauron nicht sagen, hey, we have improved, we have made Germany a little less shit. Ja, so. Wir sind gescheitert auf so vielen Ebenen. Und jetzt noch die Frage, vielleicht haben wir auch wir, es gibt ja viele Wirs, das Klimaproblem noch nicht wirklich so verstanden oder ernst genommen, um darauf Bewegungsstrategien und Kämpfe auszurichten. Aber ob der Kampfbegriff, ob das richtig ist, müssen wir auch noch mal sehen. Ja, wir sind Linksradikale, hier einen Kampf sagen, bis wir sterben. Das ist ja, ein kulturelles Ding. Es könnte ja auch so eine gewisse Begrenzung in unserer Wahrnehmung sein. Ja, aber das ist hier ein kollektives. In diesem Raum glaube ich okay, aber ich weiß, was du meinst. Kampf ist ein Begriff, den die meisten Menschen total scheiße finden. Also außerhalb unserer linksradikalen Bubble. Ich glaube aber nicht, dass wir das Problem nicht richtig eingesehen haben, sondern alle unsere Strategien basieren auf der Annahme einer rationalen Gegenseite. Ich sage nicht Gegnerin, sondern auf rationaler Gesprächspartnerinnen in dem Fall. Die Ende-Gelände-Wirkungskette basiert auf der Annahme, dass dass erstmal rationale Debatte Meinungen verschiebt, dass das dann wiederum sich auf Stimmen für Parteien ausdrückt. Also haben wir einen rationalen Grund für Parteien, Klimapolitik zu machen. Die Fridays-Strategie hat das Ganze noch ein bisschen verkürzt, hat aber irgendwie dieselbe Idee gefahren. So, meine friedliche Sabotage-These, die, by the way, es wird jetzt eh angefangen zu sabotieren, die müssen wir gar nicht mehr besonders besprechen, aber Leute werden eh sabotieren, weil das letzte nicht funktioniert hat und man muss irgendwas anderes versuchen. So, naja, das sind zwei unterschiedlichen Argumente, das eine, oder Ebenen sind das unterschiedliche. Das eine ist, es wird zwangsläufig passieren, das haben wir hier, die hier sitzen, gar nicht mehr unter Kontrolle. Doch, wir werden das hier machen. Aber also im Sinne von, ich glaube, in diesem Raum ist völlig klar. Selbst wenn wir das nicht wollten, würde das passieren zwangsläufig. Das andere ist die Notwendigkeit. Genau, ganz kurz, wer in diesem Raum ist der Meinung, dass Sabotage nicht notwendig oder abzulehnen ist? Cool, okay. Das heißt, müssen wir hier... Jetzt fällt die Kamera leider nicht ein. Aber die können später sagen. Okay, cool, super, danke. Das war echt überrascht, dass sich niemand mehr... Das Dramaturgie völlig verkackt. Thanks for picking up. Darf ich vielleicht auch nochmal sozusagen die beiden Begriffe, die uns bei dem Thema Sabotage oder friedliche Sabotage interessieren... Einerseits die hoch und runter diskutierte Frage, ist das legitim? Oh. Ja. Auf der anderen Seite. Jürgen Trittin sagt ja. Du musst es wahrnehmen, weil das ist eine reale Reaktion und du willst ja auch noch kommunizieren, wie auch immer. Bisschen, ja. Oder du willst im Grunde nur real die physische Infrastruktur der Fossilindustrie demontieren. So, das ist die eine Sache, die Frage der Legitimität. Und die zweite Frage ist die Frage der Wirksamkeit. Genau. Was genau, und da hätten wir dich gerne mal ein bisschen jetzt an der Stelle ein bisschen festgenagelt. Okay. Was genau glaubst du, in welcher Wirkungskette wird friedliche Sabotage stehen, entweder als eine reale Einwirkung auf fossile Infrastruktur einerseits oder eine reale Störung des Business as usual, was auch immer das dann noch so ist, oder es ist mehr eine symbolische Handlung, die dann sich irgendwie weiter vermitteln muss? Sowohl als auch. In einer großen, ja, okay. Also im Grunde, das bitte. Und davor hätte ich gerne noch von dir. Sure. Ja, wir müssen ja add questions. Ja, ich habe nicht gesagt, dass es hier total entspannt wird, aber spannend. Davor würde ich gerne noch von dir wissen, was überhaupt ist friedliche Sabotage? Könnte ich dazwischen mal eine große Apfelschorle haben? Und die, ja, und der muss es natürlich auf dem Max zusammenbringen. Danke. Gut, super.
Habe ich die Fragen alle vergessen? Nein, also die Frage der Wirkungskette. Was war da? Nee, davor noch, was überhaupt ist friedliche Sabotage? Also friedliche Sabotage ist im Endeffekt erstmal ein Begriffspaar, das ich gebaut habe, um... wenn Leute Sabotage hören, also wenn Bürgis Sabotage hören, denken sie Gewalt. Which is silly, weil zwischen diesen beiden Begriffen kein notwendiger Zusammenhang besteht. Weil tatsächlich halt nun mal ich gegen dieses Glas keine Gewalt anwenden kann. Like, that's just not possible, weil es halt keine Gefühle hat und so weiter. Ich kann mit dem Glas Gewalt anwenden oder möglicherweise gegen die Besitzenden im Nicht-Bobo-Club Voltaire Gewalt anwenden. Aber gegen das Glas selbst kann ich keine Gewalt anwenden. That's not conceivable. Abgesehen davon, aber bei Sabotage, der bürgerliche Kapitalismus muss die Dinge, die ihm wichtig sind, mit einem besonderen Schutz ummanteln. Das Eigentum an Produktionsmitteln, Privateigentum an Produktionsmitteln, ist die Basis, neben der freien Arbeit, des Kapitalismus. Das heißt, Angriffe auf dieses Privateigentum an Produktionsmitteln müssen mit besonderen ideologischen Tabus und Schranken belegt werden. Man muss ja die Kosten dafür erhöhen. Im Subjekt selbst. Nicht nur also die mentalen, emotionalen Kosten. By the way, jetzt werdet ihr anfangen, mehr und mehr psychologisches Vokabular zu hören. Weil wir in immer irrationale Diskussionskontexte kommen. Die Wirkungskette, also was ist es? Friedliche Sabotage ist das fachfrauliche Außerstandsetzen von zum Beispiel Gaskraftwerksbaustellen, Equipment oder Kohlebaggern, bei dem kein Mensch zu Schaden kommt. Zu Schaden kommt, da gibt es einen tollen Podcast beim Freien Radio. Ich kriege die Freien Radios immer alle durcheinander. Das wurde von Twitter-Konten subversive Theorie gepostet. Aber ich habe mir gedacht, das ist ein sehr schöner Podcast. Wenn ihr Podcast Friedliche Sabotage googelt, also einmal erzählt er ich Sachen, die ich jetzt auch heute erzähle, aber da war ein ganz, ganz spannender alter Genosse, der in den 70... Andreas, so und so, das ist Radio Nordpol. Okay. Wir haben ja alles versucht zu hören, bevor wir dich hier einladen. Frag uns, was du gesagt hast. Um so ein bisschen auch mal vor die Welle zu kommen, was nicht so ganz einfach ist. So, ich habe gerade gesagt, my boyfriend, ex-boyfriend never listened to my stuff. Meh. Sorry. Also, danke, das ehrt mich. Und dieser Podcast ist tatsächlich gut, weil ich habe da wahnsinnig viel gelernt von diesem Andreas, dessen Nachnamen ich vergessen habe. Der sagt nämlich, dass in den 70ern, 80ern in der Anti-Atom-Bewegung Sabotage ein akzeptierter, also nicht immer, aber immer wieder ein akzeptierter Bestandteil der Anti-Atom-Bewegung war. Dass es dazu fast sozusagen schon Manuals gab. Also sozusagen, wie macht man das, wie stellt man sicher, dass keine Menschen dabei gefährdet werden. Und es war immer klar, wenn die Aktion ein irgendwie höher als... 1-2%iges Risiko hat, Menschen zu gefährden, muss hier nur abgeblasen werden. So, das heißt, steht alles schon da, könnte man alles machen. Und deswegen erscheint es mir einfach so ein bisschen wie ein No-Brainer. Der Grund, warum ich das Wort friedlich davor gestellt habe, ist, um die bürgerliche Wahrnehmung zu sabotieren. Weil wenn du sozusagen friedliche Gewalt hörst, also wenn Sabotage gleich Gewalt, dann hörst du ja friedliche Gewalt. Und in diesem kann man sozusagen, hat man schon einen Moment, wo man ideologisch durchbrechen kann. So, Diskurs ist bei mir sehr viel Kampf in meinem Kopf. Vielleicht rede ich auch so ein bisschen so. Deswegen halt friedliche Sabotage einfach nur halt Sachen kaputt machen, ohne dass Leute dabei zu Schaden kommen. Sachen kaputt machen, die ganz konkret halt das Klima zerstören. Mit welchem Ziel? Zwei Wirkungsketten. Einmal die alte, die symbolische, nur halt durch eine Eskalationsdynamik nochmal, we really mean it. Und die andere ist zumindest sich die Möglichkeit schaffen, ökonomisches Kalkül zu verändern. Wenn zum Beispiel ein Gaskraftwerk gebaut werden soll und dann wird die Baustelle jedes Wochenende sabotiert. Und dann wird sie jede Nacht sabotiert. Dann hast du irgendwann tatsächlich ein Versicherungsproblem für diese Gaskraftwerkbaustelle. Klar, sagst du, dann steigen die Versicherungsprämien. Ja, aber irgendwann würden die halt, wenn das breit passiert, dann würden Versicherungen keine Gaskraftwerkbaustellen mehr versichern. Das wäre die ökonomische Wirkungskette, die eben nicht mehr über Überzeugungseffekte geht. Das ist das Wichtige. Alle bisherigen Wirkungsketten gehen über Überzeugungseffekte. Und ein Land, in dem fast alle Klimaschutz wichtig finden, das aber keinen Klimaschutz macht, muss sich die Frage stellen, ob Leute von der Wichtigkeit von Klimaschutz zu überzeugen, in any way fucking relevant ist. So, und sorry, weil ich mal versucht habe, seit 14 Jahren und mich zu fragen, ob what I've been doing in any way fucking relevant ist, ist halt schon einfach ein bisschen deprimierend. Aber das ist nämlich, da kommt jetzt nämlich eigentlich ein Problem. Friedliche Sabotage, Demontage mit Würde, versucht auch den Sabotagebegriff zu vermeiden, weil er Gewalt konnotiert ist. Andreas Malen sagt intelligente Gewalt, weil er, finde ich ein bisschen too daring, jetzt schon den Gewaltbegriff angreifen und brechen will. Natürlich müssen wir irgendwann, die Kämpfe werden eskalieren, natürlich müssen wir irgendwann dem Bürgertum diese Waffe aus der Hand nehmen und sagen, ja klar können wir antifaschistische Gewalt anwenden. Das ist ein Quatsch.
So, natürlich, der Bau eines Gaskraftwerks heute ist ein Angriff auf Menschen in der Zukunft. Das Bundesverfassungsgericht hat im April 2021 gesagt, dass die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen, zukünftiger Rechtspersonen die Freiheitsrechte heutiger eingeschränkt. Die Freiheitsrechte zukünftiger Rechtspersonen können heutige Freiheitsrechte einschränken. So, genau. So, das bedeutet, dass das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das ja untergraben wird, wenn ich jetzt von Menschen zu, wenn ich jetzt ein Gaskraftwerk baue, denn das Ding muss dann 50 Jahre laufen, um amortisiert zu werden, das ist ein Angriff, der wird heute durchgeführt und hat seinen Effekt in 50 Jahren. Dass man dann natürlich nicht Notwehr gegen Gewalt anwenden kann, ist total, also natürlich müssen wir immer diesen Gewaltbegriff angreifen, aber ich glaube, Andreas geht da zu früh drauf. Und ZU Plus ist ein zu interner Diskurs. Deswegen glaube ich, hat friedliche Sabotage ein bisschen mehr Resonanz gehabt. Aber es meint alles dasselbe. Es meint alles dasselbe. Es meint eine Eskalation, to actually not just nicht einfach nur ein, zwei Tage Sachen blockieren, but to actually break shit. Das ist halt eben auch, wenn man dann wieder gegangen ist, nicht einfach wieder angeschaltet werden kann. Ein sehr spannender Artikel wurde von Nick Buray, einem australischen Genossen, geschrieben. Der hat nochmal ein anderes Konzept, die, was ich glaube, in Deutschland wurde es die Abschaltblockade genannt. Aber der unterscheidet Mass Civil Disobedience, Ende Gelände-Style, und a Blockade. In seinem Konzept ist a Blockade ist etwas, was versucht, ein Projekt zu verhindern. Also zum Beispiel schon mal keinen einen offenen Zeithorizont hat. Wir blockieren, bis das Projekt abgesagt ist. Oder bis es shut down. So Castor Schautern die Richtung. Nee, Castor Schautern wäre auch ein symbolischer ZU gewesen. Nein, das wäre dann tatsächlich gewesen, dass die Leute einfach die ganze Zeit versuchen, sich an die Ketten, an die Gleise zu ketten. Und zwar die ganze Zeit. Das ganze Jahr über so ungefähr. So ist nie ein Castor-Fahren. Also müssen irgendwie eskalieren. Und alle wissen das und man nennt es Blockade oder friedliche Sabotage oder Demontage mit Würde. Aber das ist total offensichtlich. Die Frage ist einfach nur, wann werden wir es tun und wer wird es tun? Ich würde denken, dass Ende Gelände der Akteur ist. Hallo Ende Gelände. Ihr seid toll. Ihr habt mit die tollsten taktischen Capabilities in Deutschland. Ihr habt super tolle Aktionen gemacht. XA ist dead in the water und FFF wird keine Sabotageaktion machen. Ihr habt eine fucking historische Verantwortung gerade. Ich schaue so in die Luft auf Kamera, genau. Mikrofon. Ihr habt eine historische Verantwortung, dieses Jahr eine fette Sabotageaktion zu machen. Kommt mal in die Gänge. Danke. Aber, das ist meine neue These, die Verdrängungsgesellschaft. All diese Wirkungsketten sind immer noch solche, die auf rationalen Akteursannahmen basieren. Also auf der Annahme rationaler Akteure basieren. Auch, das ist keine neoklassischen Annahmen von ökonomistischer Rationalität. Man kann sagen, so eine bounded rationality, also die historisch kontextualisiert ist und so weiter und so fort. Aber dass Leute irgendwie rational auf Incentives reagieren. Jetzt komme ich noch mal ein bisschen mit meinen Ex-Freund-Stories, weil ich da wirklich ganz viel gelernt habe. Man kann Menschen mit Informationen konfrontieren und ihnen sagen, das für dich schlimmste Schicksal, also die Zerstörung einer Beziehung, die von uns beiden als das Wichtigste und Tollste in unserem Leben gehalten wurde, wird eintreten, wenn du nicht dein Verhalten änderst. Also sozusagen die Kosten für Nichtanpassung sind exorbitant, quasi nicht abbildbar. Jede Annahme eines rationalen Akteurs müsste sagen, ja, dann hätte doch aufhören müssen mit dem scheiß Verhalten. Ja, aber wenn das Verhalten in tiefliegenden Traumata angelegt ist, deren Bearbeitung also nicht mal denkbar ist. Und im Grunde, jetzt gehen wir zu Deutschland. Wenn die Tatsache, dass Deutschland nicht klimagerecht ist, da in den Grundstrukturen dieser Gesellschaft basiert, in der Tatsache, dass wir unser Geld mit der Produktion von dreckigen, mörderischen, betrügerischen Ressourcen, Dreckschleudern verdienen, angelegt ist. Und we quite like our wealth. Dann ist es eben nicht, dann führt mehr Information nicht zu Verhaltensänderung, sondern zu Verdrängung, Irrationalität und Brutalität. Und die Opferumkehr, ne? Und das ist genau das, was die letzte Generation erlebt hat. Ganz genau. Täteropferumkehr ist auch ein wichtiger Punkt. Genau, das hat mein Ex auch mal gemacht. Okay, so. Nochmal Stichwort Struktur. Ich lande diesen Gedanken noch einmal zu Ende. Wenn alle unsere Strategien auf der Annahme rationaler Akteure basieren, und ich glaube, ich habe gerade dargelegt, dass das so ist. Und wenn wir aber eine Situation haben, wo die eskalierende Klimakrise und unsere Aktionen, denn unsere Aktionen sind im Grunde nur mehr Informationen, die der Gesellschaft zugeführt werden, über die Radikalität der Krise und was Leute dazu bereit sind, dagegen zu machen. Und das ist natürlich more information. Also mehr Klimakrise heißt mehr Information und mehr Aktion heißt mehr Information.
Wenn aber das Anschein einer Information nicht zu einer Verhaltensänderung führt, sondern zu dem genauen Gegenteil, Doubling Down, Täter-Opfer-Umkehr, Brutalität und Ignoranz, then we really are quite fucked. Und das ist ein Punkt, an dem ich jetzt gerade bin. Und warum ich auch... Also ich habe, glaube ich, nie so einen Vortrag gehabt, wo ich so... I don't know. Mhm. Wie reagiert man... Also, mein Freund, Ex-Freund, ich musste uns am Ende trennen, weil es war so, es war nur noch Kampf, es war nur noch Schmerz, Brutalität, Drogen, Wahnsinn. Also im Grunde auch, was Deutschland so erlebt. Darf ich das nochmal zusammenfassen an der Stelle, damit ich das richtig, ob ich das richtig verstehe? Du sagst, einerseits muss eskaliert werden und andererseits ist aber auf die Gegenreaktion sofort repressiv mit Ignoranz oder mit einer Gegengewalt oder, ne? Also, du nimmst so ein bisschen mein, ich neige ja zum etwas radikalen Framing und Sachen nicht sehr subtil darstellen. Subtil ist nicht mein Ding. Aber also, ich glaube, worauf ich hinweise, ist, dass wir mehr, dass wir Annahmen, psychologische Annahmen, die deutsche Linke sagt immer, psychologisiert die Leute nicht so. Das ist totaler Quatsch. Das ist einfach nur, was? Du meinst, wir sind keine Subjekte, die irgendwie Gefühle haben und ein Unterbewusstsein? Sure, okay, kannst du annehmen, aber dann bist du halt dämlich. Wir müssen mehr anfangen, mit der Psychologie der Irrationalität unsere Strategien zu unterfüttern. Weil alle unsere bisherigen Strategien sind gescheitert. And there's actually no reason. Also, man kann nicht wirklich erklären, warum sie alle gescheitert sind, wenn man nicht diese Irrationalitätsthese dazuschaltet. Also, die ganze Sache ist komplexer, als du in einem Transformation nach Design überhaupt entwerfen kannst. Du musst darauf hoffen, dass es irgendwann mal Kipppunkte gibt, die krisenhaft Das ist magischer Realismus. Hm? Weil natürlich kann man ja auf Kipppunkte hoffen. Also das ist dieses, soziale Bewegungen verschieben die Grenzen des Möglichen. Eine Story, die ich seit 20 Jahren erzähle. Aber ganz ehrlich, das ist magischer Realismus. Ich wollte nur verstehen, wo jetzt dein Punkt ist, wo du sagst, wir müssen mehr Irrationalität in die Planung oder in die Beschreibung oder in das Nichtwissen mit reinnehmen, das erstmal zu gucken, da gibt es etwas, was wir noch nicht verstanden haben. So habe ich das jetzt. Genau, also wir müssen auf jeden Fall mehr Brutalität erwarten. Wir müssen sozusagen, wir müssen damit rechnen, dass Repression. Moment, warte. Dass Repression eskalieren wird, auch wenn unsere Aktionen nicht eskalieren. Weil sie einfach nur als Resultat des ansteigenden Informationen über die Klimakrise eskalieren wird. Sie wird brutaler werden. Das Ignoranz, dass Überzeugungsarbeit irrelevant sein wird. Ich hatte mehrere Debatten. Eine mit Dieter Hoch zum langweiligen alten linken Schnösel beim WZB. Really, I can't stand him. Deswegen bin ich auch total offen darüber. Bitch, ich muss halt über ihn. Horrible guy. Dann Malte Lehming vom Tagesspiegel, so ein Zentrist, also der Tagesspiegel ist Berliner Sozialdemokratie und Berliner Sozialdemokratie ist ein mafiöser Scheißhaufen. Und dann Alexander Kister, NZZ, Neurechts. Alle drei haben auf mein Argument oder auf unser Argument, auf das Argument der letzten Generation, dass wir hier vor dem Kollaps der Zivilisation stehen, in dem fucking Boris Johnson Center, der sagt, it's what future civilization in Glasgow, haben sowohl der alte Linke, der neue Rechte und der Zentrist mit derselben Dummheit reagiert. Die haben gesagt, das hat doch gar nicht genügend empirische Basis. Do you not read newspapers? Also es war total faszinierend, wenn Leute aus drei verschiedenen politischen Camps, alter Linker, neuer Rechter und Zentrist, alle genau denselben Quatsch reden. Also immer darum, wenn kluge Leute anfangen Quatsch zu reden, dann ist vermutlich Schuld oder Scham im Spiel. Just in general, for any context in life. Wenn es einen massiven Abfall in der Intelligenz eures Gesprächspartners oder Gesprächspartnerin gibt, dann sind solche Affekte wie Schuld oder Scham im Spiel. Denn die irrationalisieren und infantilisieren Subjekte nämlich. Ein geschämtes Subjekt. Und ihr wisst vielleicht ein bisschen was von meiner Sexualität. Ich habe mich für sehr, 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 sehr viel in meinem Leben schon sehr, sehr, sehr viel geschämt. HIV, Kink, Drogen, bla bla bla. Homosexualität. Und Scham ist etwas, da kann man nicht rational raus. Die Gegenreaktion ist Pride. Aber warum sollte ich denn stolz darauf sein, dass ich Sex mit Männern geil finde? And there's no reason, it's great. Aber da kann man nicht stolz darauf sein. Stolz ist ebenso irrational wie Shame. Und das Problem ist, dass wir aus dieser Es gibt im Grunde nur einen einzigen denkbaren Weg aus dieser Klimakrise raus. Nämlich, so kantianisch quatschig das klingt, eine kollektive ethische Entscheidung. Hm. Großer Teil der deutschen Gesellschaft, Harald Welzer nannte das eine Selbstdeprivilegierung. Du sprichst mal an einer Stelle in der Diskussion und wir müssen jetzt auch gleich schauen. Wir haben jetzt schon eine Stunde mit dir hier. Oh shit! Ja, ist egal, alles gut.
Wir wollen auch das hier gleich noch öffnen, damit hier noch ein paar Fragen Entschuldigung, aus dem Publikum kommen. Jetzt verstehe ich, warum du mich gehetzt hast. Weil ja, ich habe so ein bisschen die Zeit im Blick. Entschuldigung. Nur an dieser Stelle, dass mal ein anderes, da du jetzt schon so an der Spitze angelangt bist, du sprichst da mal davon, wer könnte das zukünftige, sagen wir mal, revolutionäre Subjekt dieser Bewegung sein oder was sowas ändert? Sagst du globale Jugendbewegung als Massenbewegung? Nummer eins, Nummer zwei verbündet sich, also Druck von oben, mit, das war ja eben auch schon ein Begriff, den du hast fallen lassen, der staatlich verfasste Gesamtkapitalist, der irgendwann nochmal sagt, so liebe Industriezweige, die und die schalten wir ab. Und dem Unternehmen untersagen wir jetzt auch sein weiteres fröhliches Betreiben, weil wir haben verstanden, wir sind die einzige Autorität hier an dieser Stelle, die etwas da runterpegeln kann. Ja. War das, das ist jetzt so dein letzter Punkt? Oder würdest du sagen, das war nur mal so ein Gedanke. Entschuldigung, und auf der anderen Seite ist es, I don't know. Genau, im Grunde ist es so, dass das war, also ich habe alles zu Ende gedacht und mein letzter Move war, okay, irgendwie müssen wir es schaffen, so eine kollektive, rationale, ethische Entscheidung hinzukriegen. Mhm. Und dann kam diese These von der Verdrängungsgesellschaft, als sozusagen auch, die sich mir halt aufdrängte nach diesem Beziehungskonflikt. Und jetzt stehe ich echt, bin da und bin so, oh, I think I'm out of ideas. Also Transformation by Disaster ist zu entwickeln und wir müssen die Frage ein bisschen Disaster Management oder uns darauf einzustellen, es wird hier irrational und wie gehen wir damit um, da müssen wir erstmal ein bisschen nachdenken zusammen. Genau, also eben, wir müssen da erwarten, dass Gespräche im Familienkreis und im Bekanntenkreis, also witzigerweise ist so die schwule Drogenparty-Szene ist mein Fenster in die Normalität, also da treffe ich FDP-Leute und Konservative und Apolitische und alle Faschisten und Kram, so alles mögliche. Und apropos FDP. Do not talk about my ex-boyfriend. Nein, was ich sagen will, da fällt mir halt auf die unglaubliche Irrationalität der Reaktionen. Die Leute wirklich sind gut informierte Leute sagen, alle, es ist doch noch nicht so schlimm. Sarah Schumanns tolles neues Buch. Ja. Klimafakten. Wahnsinn. Toll, wirklich mega gut geschrieben. Die beschreibt, sagen wir mal, die Gesellschaft weiß nicht, wie krass die Krise ist, aber nicht, weil die Informationen nicht da sind, sondern weil es psychologische Mechanismen gibt, die sie davon abhalten, es zu wissen. So, how the fuck do we fight psychology, da wir als deutsche Linke Psychologie ungefähr so gut verstehen, wie ich das Leben dieses Computers verstehe? Gar nicht. Ja, wobei schon die Frage ist, in den Medien, wir haben demnächst eine Klimakneipe zum Thema Krise des im Journalismus, oder Journalismuskrise, die Frage ist natürlich, was kolportiert wird an Informationen. Und das ist, glaube ich, in den Mainstream-Medien, das darfst du jetzt nicht unterschätzen, Tatio, das ist nicht so auf der ersten Seite diskutiert. Aber das ist ja keine, das ist ja nicht das Resultat einer Verschwörung der Mainstream-Medien. Die Journalistinnen sind ja selbst Teil des Problems, weil sie selbst als Akteure in der Gesellschaft nicht wahrnehmen wollen, wie radikal die Krise ist. Weil wenn man das wahrnehmen würde, dann würde man ja in eine Klimadepression verfallen. Wir Aktivistinnen können die Klimadepression durch den aktivistischen Offset auflösen. Kennt ihr alle. Genau, so. Weil sie natürlich Bock haben auf eine große Leserinnenschaft und weil sie möglicherweise wissen, dass nicht alle Bock haben, diese Nachrichten zu lesen. Du denkst schon wieder viel zu rational über diese Sachen nach. Wir müssen wirklich aufhören. I'm obsessed with this thought right now. Wir müssen aufhören, unsere Denkprozesse also rational zu halten. Einfach, da sind Verdrängungsprozesse. Die Journalistinnen denken doch nicht, oh, ich will eine große Leserinnenschaft, also tone ich jetzt mal meine Klima. Also, kennst du Journalistinnen? Die haben ein unglaublich starkes Berufsethos. Versuch mal, Journalistin zu sagen, du bist ja wie wir Aktivistin. Von denen möglicherweise von Latz geknallt. Die haben ein starkes Berufsethos und ein starkes Wahrheitsethos. Warum sind solche Leute nicht in der Lage, wahrheitlich über die Klimakrise zu schreiben? Weil bei ihnen dieselben Verdrängungsmechanismen operieren, die bei uns in der Gesellschaft operieren. Und ich könnte darüber jetzt auch weiterhin, weil es Thinking in Progress ist. Und deswegen sollten wir wirklich mal vielleicht mal einen Cut machen. Ja. Aber also, das ist das, was. Also ich mache mal einen Cut. Das ist das, was mir gerade Angst macht. Mhm. Unsere Strategien basieren auf rationalen Akteursannahmen. Diese Annahmen sind zunehmend falsch. What the fuck do we do now? Und apropos FDP, jetzt komme ich doch nochmal drauf zurück, war jetzt nicht ganz ernst gemeint, wir wissen ja gar nicht, wer hier alles zuschaut. Und kannst du bitte nochmal was zu den No-Gos sagen? Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Eskalation, Radikalität, was sind die No-Gos? Wo sind die Grenzen oder wo siehst du ganz klar die Grenzen in der Eskalationsstrategie? Gibt es die überhaupt? Also zuerst mal sind diese Grenzen, und das sage ich jetzt in diesem total geschützten Raum, weil er nicht öffentlich ist, aller taktischer Natur. Natürlich kann revolutionäre Gewalt irgendwann auch mal das Ermorden von Menschen beinhalten. Ich rede nicht von der RAF, sondern ich rede vom klassischen Hitlermord. Also der Tyrannenmord. So, das ist ein ganz klassisches Sujet
Und natürlich, wenn, also ich will damit nur sagen, was ich jetzt sage, sind alles Diskurs- und pressetaktische Fragen, öffentlichkeitstaktische Fragen. Das heißt, wir aber hier in der Öffentlichkeit diskutieren und nur zur Erinnerung. Ja, das ist mir völlig klar. Und ich denke, aber ich weiß auch die Verdrängungsmechanismen. What we say doesn't actually matter that much. So, deswegen, das ist jetzt ein bisschen sehr dunkel. Aber im Grunde ist es so, Inhalte zählen weniger als Performance. Wenn Maya Göpel und Stefan Ramsdorf und Anders Lebemann, diese großen Klimawissenschaftlerinnen, die können noch so radikale inhaltliche Paper schreiben. Solange die nicht habituell, und zwar sichtbar, was Leute sehen, also das Spannende an meinem Ex, war auch, dass er eben nicht so politisch war und dass ich über ihn wahrgenommen habe, wie ganz viele andere Leute Politik wahrnehmen. Viel weniger über die Inhalte und viel mehr über die Performance. Warum wirkte Merkel wie ein Anker der Stabilität, obwohl in ihrer Regierungszeit krasseste Krisen in das Land geschüttelt haben, die sie nie wirklich irgendwie gemanagt hat? Okay, dann machen wir einen kurzen Cut. Ja. Finde ich, ist ein gutes Wort, um zur Überleitung zu kommen, weil es wird jetzt noch weitergehen für dich, auf jeden Fall. Du darfst noch ganz viel sprechen. Man sollte wirklich darauf achten, dass keine Menschen verletzt werden. Weil die Antwort, die du haben wolltest und ich dir auch bringen sollte, aber ich wollte mal sagen, wir müssen, das sind Denkverbote, die dürfen wir nicht allzu lange beibehalten, weil an irgendeinem Punkt kommen wir dann auch nicht unserer globalen Verantwortung nach. Ich wollte die nicht haben, ich wollte wissen, was du tatsächlich denkst. Jetzt habe ich dir am Anfang gesagt. Okay. Irgendwann gibt es halt aufs Maul, der Kampf wird eskalieren, es wird eine faschistische Welt auf uns anrollen und die werde ich nicht mit Wattebäuschen zurückschmeißen. Brr. Ja, vielen, vielen Dank erstmal. Wow, sorry, das war der darkest Talk I've ever given. Sorry. Ja, der Applaus ist hier entsprechend. Hallo. Ich bin halt ehrlich verzweifelt. Ja, es ploppen so viele Themen auf, wir werden das heute alles auf gar keinen Fall diskutieren können, aber wir können es andenken. Und jetzt seid ihr, liebes Publikum und ihr zu Hause, absolut gefragt, Fragen zu stellen, Kommentare abzugeben, in den Diskurs zu gehen und, Richard, mir Essen zu bringen. Jetzt ganz kurz off-topic, der berühmte Hut vom Club Voltaire. Richard hat mich darum gebeten, dass ich das zwischendurch erwähne. Ihr könnt jetzt im Laufe des Abends, ich lasse den rumgehen, gerne in eine Spende für den Club Voltaire reinführen. Ja, was soll ich sagen? Willkommen zurück in der Radikalität der Klimakneipe. Ich glaube, wir haben heute einen Hebel umgelegt mit dir, Tachio. Vorher waren unsere Klimakneipen ja wirklich sehr, sehr brav im Vergleich. Auch total gut, aber ich finde es gerade echt spannend, aber auch herausfordernd. Ihr seid dran, stellt eure Fragen, haut rein, worauf ihr Bock habt. Das ist hier ein geschützter Raum, wie Tachio sagt. Ich glaube, wir können offen sprechen und ob wir das dann wirklich online übertragen, können wir hinterher noch entscheiden. Genau. Collective Self-Delusion. Alex. Und wir sprechen Mikro, die Fragen hier ins Mikro. Bitte mit dem Mikro. Und danke nochmal an die Person, die mir den halben Flammkuchen gegeben hat. Rika von den Koalas. So sind wir. Koalas sind dort. Du hast von der historischen Verantwortung von Ende Gelände gesprochen, dass sie was Krasses machen müssen jetzt dieses Jahr. Heißt das, alle Innis, die jetzt nicht in den zivilen Ungehorsam gehen, scheitern? Nein. Also schön, das war eine super Softball-Frage. Danke. Soziale Bewegungen bestehen aus einer ganz breiten, von Newsletter schreiben über Küchen hin zu Sabotage. Soziale Bewegungen sind ein breites gesetzliches Feld mit ganz vielen verschiedenen Praxen. Ich sage nicht, dass alle Leute Sabotage machen müssen oder werden, weil die politische Praxis, die man wählt, ja auch was mit dem eigenen Charakter, mit der Persönlichkeit, mit den Präferenzen zu tun hat. Wenn ich aber die Bewegung als Kollektivakteur betrachte, dann muss sie diese Waffen in ihrem Arsenal haben. That's what I'm saying. Und ich habe halt eine Tendenz, Dinge etwas zuzuspitzen, weil sie so in der öffentlichen Wahrnehmung etwas mehr durchballern. Ganz kurz nochmal mit der grünen RAF, das werde ich nachher noch erläutern, aber man muss halt bestimmte Aufreger setzen. Warum ist Donald Trump Präsident geworden? He didn't say anything that made any sense. Aber er hat halt die Leute mit irgendwie Beleidigungen, mit kleinen irgendwie Crooked Hillary und Lying Ted Cruz. So funktioniert Diskurs. Und wir Linke müssen uns daran auch viel mehr anpassen. Diese rassistische Kackscheiße, die wir von der Fassung von der Schule und Hamas geerbt haben, hält uns mega zurück. Das war jetzt ein totaler Insider. Aber so, wir müssen verstehen, warum und wie Donald Trump Präsident geworden ist. Dann können wir unsere politische Kommunikation deutlich verbessern. Weil ein dummer, hässlicher Faschist
ist mit Quatsch-Stories Präsident der USA geworden. So. Das ist ein echter Name, das muss man erstmal erklären. So. Und deswegen spitzt sich das auf die Sabotage zu. Aber natürlich müssen Leute weiterhin Flyer verteilen und Newsletter schreiben und in kleinen Käffern vor einer Tankstelle protestieren und so weiter und so fort. Obviously. Aber es sind die Aktionen, die am Rand des Machbaren stattfinden. Warum hat Ende Gelände 2015 so eingeschlagen? Weil es die Taktiken aus einer anderen Bewegung in den Klimakampf mitgenommen hat und deswegen gezeigt, den Raum des Machbaren im Klimakampf erweitert hat. Wir müssen den Raum des Machbaren und Sagbaren erweitern. Because what we've been saying and doing so far reicht. Was nicht heißt, dass man nicht von dem weiter machen sollte, was nicht funktioniert hat. Well. Das ist mega wichtig, Tatjo, dass du das sagst. Ne? Nicht, dass es so wirkt, als würde es jetzt hier ein Aktivismus-Gruppen-Bashing geben. Weil manchmal wird das in den Medien so publiziert. Und das finde ich immer sehr, sehr schade. Aber du sagst ja selbst, Diversity of Tactics ist mega wichtig. Und Diversity of Tactics heißt nicht nur, dass man irgendwie, wie früher die Linksradikalen gesagt haben, we can smash whatever we want, whenever we want. Und ihr müsst damit alle okay sein. Sondern Diversity of Tactics heißt wirklich versuchen, Taktiken synergetisch zu integrieren. Das klingt jetzt wie Unternehmensberater-Sprech. Aber wirklich dafür sorgen, dass in der kurzen Zeit, die wir haben, die Dinge, die wir tun, positiv zusammenwirken und nicht nur nebeneinander stehen. Peter. Ja, vielen Dank schon mal. Hört ihr mich? Hallo, hallo. Ist das an? Technik. Meinst du? Sprech nochmal. So, hallo, hallo. Sprich mal ein bisschen lauter rein. Hallo, hallo. Hi, hallo. Ah, jetzt. Ja, vielen Dank schon mal. Du hast gesagt, die Bevölkerung ist sozusagen irrational. Gleichzeitig aber gesagt, dass ein Ende der Wirkungsketten der Sabotage ist, das sozusagen teuer zu machen und deswegen unattraktiv für Unternehmen. Das ist ja ein ziemlich rationales Verhalten. Es ist am Ende sozusagen die Ökonomie das, was sozusagen das Rationale wieder reinbringt? Also die genaue Antwort auf diese Frage ist, dass Akteure, die sich in Feldern bewegen, die starke strukturierende Logiken haben, die Ökonomie hat das Profitprinzip, die Politik hat das Wahlprinzip, diese Medien, Wählerstimmen, Profite, werden weiterhin starken strukturierenden Einfluss auf das Verhalten der Akteure haben. Das heißt, Unternehmen oder Parteien, da kann man immer davon ausgehen, dass die in Teilen rational agieren werden. Aber wenn wir von kollektiven psychologischen Dynamik reden, dann sind wir dabei bei einer Verdrängungsgesellschaftsthese. Und die haben natürlich einen Einfluss darauf, weil wir wissen auch, dass Unternehmen meistens so einfach nett tun wollen, um die kollektive Wahrnehmung der Bevölkerung zu verändern. Not really their business model. Und Parteien werden auch mal versuchen, steigen auf den Klimaschutz dann ein, wenn sie das Gefühl haben, das wird in der Bevölkerung wahrgenommen. Das heißt, im gewissen Sinne nehme ich die Demokratie-These ernst. Okay, let's assume we actually live in a democracy. Ist immer lustig, weil die Lobbygruppen sind daran schuld, dass wir keine Klimapolitik haben. Das ist totaler Quatsch. Also nein, die Lobbygruppen sind total scheiße und die haben auch einen Einfluss. Aber niemand in diesem Raum glaubt doch mehr ernsthaft, dass eine radikale Klimapolitik in Deutschland mehrheitsfähig ist. I mean, seriously. Wir müssten so viel aufgeben. So viel materiellen Lebensstandard. Und wenn man jemand mit von den Degrowth und jetzt mit Zeitwohlstand kommt, das muss man nach der Corona, nach dem Lockdown auch so, hey, du hast mehr Zeit. So, oh Gott, fuck you. Ich habe alles auf Netflix schon geschaut. So, das heißt, im Endeffekt ist es so, wir leben in einer Externalisierungsgesellschaft, unsere Gesellschaft ist materiell well off, weil wir den Rest der Welt irgendwie ficken, und zwar not in a fun way, und that works out very nicely, thank you. So, deswegen muss man verdrängen. Weil die Mehrheit der Bevölkerung ein Interesse daran hat. Happy Thesis, right? immer gut, in so einem Tag nach dem Feiern einen Vortrag zu halten. Ja, aber dann verstehe ich jetzt dann wieder deine Strategie oder Taktik nicht. Du sagst, wir schrauben mal bei den Kohlebaggern ein paar Schräubchen ab oder schauen, dass die Baumaschinen die Autobahn nicht richtig weiterbauen können. Mhm. Da hast du ja rationale Akteure, die wollen damit Geld verdienen und hofft, so wie Peter eben auch schon gesagt hast, darauf, dass die vielleicht, dass es denen zu teuer wird oder dass die Versicherungen irgendwann mal sagen, das Ganze wird uns zu blöd. Das ist, da hast du AkteurInnen und die bekämpfst du.
Oder mit, da hast du einen richtigen Gegner. Auf der anderen Seite erzählt uns tatsächlich erstmal eine uns bekannte Erzählung von der Struktur unserer Gesellschaft, die auf einen expansiven, planetenverbrauchenden Kapitalismus als Wirtschaftssystem und natürlich nicht nur als Wirtschaftssystem, sondern auch als eine kulturelle Lebensform. Sehr ungleich, in die wir, da gibt es mehrere Wirs, ja, aber in die erstmal ziemlich viele Leute auf unterschiedliche Art, aber ganz schön mit verstrickt sind. Und wer noch nicht so viel von Kuchen ab hat, der geht trotzdem auf die sozialen Medien und liked da auf Instagram irgendwelche Celebrities und findet das geil, dass die so reich sind und irgendwie hat man daran ein bisschen Anteil. Also du bist jetzt... Erstmal, die Logik einer medialen Darstellung ist nicht dieselbe wie diese Diskussion hier. Also wenn ich ein Interview im Spiegel oder der Zeit gebe, dann versuche ich Sachen zu fokussieren, weil nur dann bricht man durch den allgemeinen Hubbub der medialen Landschaft durch. Vorhin habe ich aber ganz klar gesagt, dass beide Wirkungsketten, also dass diese ökonomische Wirkungskette eine der ist, die ich bei der Sabotage annehme, denn Unternehmen sind, ich habe ja nicht gesagt, dass wir alle Annahmen über rationales Verhalten aus dem Fenster werfen müssen. Wenn ich jetzt da rausgehe und da stehen 10 Nazis auf der Straße, dann komme ich wieder rein, weil da 10 Nazis auf der Straße stehen und die mir halt vermutlich, wurden die fahren. So. Und ich sage nicht, dass es kein rationales Verhalten gibt. Ich sage, dass der Bereich des irrationalen Verhaltens, der von Scham und Schuld und all solchen Affekten strukturiert ist, viel größer ist, als wir denken. Und damit soll ich Ihnen sozusagen, ja, du sagst jetzt zwei Gegensätze, nein, I'm just saying two things that are not the same. Das ist kein Widerspruch. Wir haben eine Frage oder einen Kommentar aus dem Chat. Marc, magst du es mal vorlesen? Genau, Chris fragt, danke für den Input, Tatio. Wie groß siehst du die Gefahr, dass Klimaprotestierende, die sich Sabotagen bedienen und mit ihnen das konkret vorgebrachte Anliegen von der Mehrheitsgesellschaft aufgrund der Normüberschreitung delegitimiert wird? Das wäre doch ein naheliegender psychologischer Verdrängungsmechanismus. Was wäre dann gewonnen bzw. verloren? Delegitimiert ist, ich bin mir nicht sicher, ob delegitimiert, das ist ein psychologischer Verdrängungsmechanismus, das erscheint mir noch eine relativ rationale Variable. Also, mein Punkt ist tatsächlich, egal was wir tun, insofern es auch nur marginal adäquat zur Herausforderung ist, also, like, the fact that the world is like, in Kate DiBiaschi's words, that we're all 100% for sure gonna fucking die, Komet und nicht Klimawandel, aber irgendwas, was auch nur ansatzweise in einem realistischen Verhältnis dieser Herausforderung steht, wird die Gesamtgesellschaft in Frage stellen, wird sie angreifen, wird dazu führen, dass sie sich schlecht, schuldig und schamvoll fühlt. So really, it doesn't matter if it's Sabotage oder eine Autobahnblockade oder eine Promi-Blockade oder whatever. Jede Form von Eskalation von unserer Seite, egal auf welcher Schiene sie stattfindet, wird zu diesen Dynamiken führen. Das heißt, du merkelst gerade ein bisschen. Entschuldigung. All right, sweetie, let's talk about this. Also, wenn ich die richtig verstanden habe, sagt die doch, Politik ist die Kunst des Möglichen oder sowas. Und wir können uns hier an dieser Stelle, ich als Physikerin, ich würde sagen, die hat nicht viel kapiert an dieser Stelle, aber es gibt, oder auch viele Grüne, die, warum kämpfen die jetzt nicht gegen FDP für einen Tempostopp auf Autobahnen? Weil auch dort gesagt wird, wenn wir die leiseste Einschränkung dieser wohlverstandsverwahrlosten Bequemlichkeit hier in den Hand bringen, Entschuldigung, den Satz zu Ende vielleicht, ne? Gibt es Stress. Und ich habe es auch so verstanden, wenn wir nur ein bisschen in die Richtung kommen, wo es unbequem wird, dann wird die Gesellschaft mit viel Stress und Widerstand reagieren. Habe ich den Eindruck vermittelt, dass ich jemand bin, der der Meinung ist, wenn man stressige Gegenreaktionen kriegt, man aufhören soll zu handeln? Nein, du give off that impression somehow. Also ich habe ja schon von euch gestresste Reaktionen irgendwie produziert, aber auch weitergemacht. So, der Punkt ist, it's gonna get fucking ugly. Idee, deswegen habe ich auch diesen Teil mit diese Goldilocks Period. 2015, 2018, yay, Klima sind voll die Guten. 2019, Fridays, everybody loves us. Warum können die Fridays ihre Position gerade nicht bewegen? Because they're addicted to being liked. Und ich meine, eine linksradikale Sozialisation bringt viele Probleme mit sich. Most importantly, dass man kaum mit anderen Menschen reden kann, ohne dass man sie nervt. Das weiß ich von meinen schwulen Boyfriends, die immer in der linksradikalen Szene ankommen und sagen, so, nobody likes me here. It's like, no, they're just like that. So. Und das meine ich völlig ernst. Aber
eine Sache, die gut ist an der linksradikalen Sozialisation, ist, dass man hat lernt, dass die Gesamtgesellschaft scheiße ist. Die ist scheiße, die ist rassistisch, die ist fucking homophob, kapitalistisch und der ist einfach so viel scheißegal, dass es einfach ein amoralischer Dreckshaufen ist. So, und wir sind die Guten. Punkt. So, fucking move on, I'm fine. Ich muss Tobi Futti essen. Ja, wirklich, die Idee, dass wir gesellschaftliche Grundstruktur verändern können and be liked by everybody, mhm, is absurd in the extreme. Und total lähmend. Mhm. Und das mit dieser Addiction to being liked, das meine ich völlig ernst. Weil wir wissen es von diesen Dopamin-Geschichten bei Facebook und anderen. Wenn du das machst und kriegst positive Reaktionen von außen, ich meine, ich bin total Rampensau. Ich meine, hello, give me my drug, so. Heute kommt nicht so viel rüber, weil ich ein bisschen dunkel bin, aber so. Es fühlt sich super an, von den Leuten gemocht zu werden. Und vor allem, wenn man so ein Bürgerskind ist, wie oder Großbürgertum, wie Luisa, Carla und ich, dann guckt er die ganze Gesellschaft zu einem hoch. Und immer die ganze Zeit, alle voll toll, Doktor, bla 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 bla. Ja, aber das hält einen halt dann irgendwann fest in diesen Strukturen, die, in denen man oben sitzt, von denen man gemocht wird. Und wenn man von Goodwill der Strukturen abhängig ist, die man ändern will, there is a... Again, abusive relationship dynamics and stuff. Okay. Glaubst du trotzdem, dass eine Transformation auch möglich ist? Also es geht ja immer so ein bisschen um die Frage bekämpfen oder transformieren. Das ist ja Bullshit, das ist Quatsch. Glaubst du, dass es möglich ist? Ich glaube, dass meine Zeit als Großgeschichtenerzähler der Bewegungen sich ihrem Ende nähert. Ich erzähle diese Geschichten schon seit 20 Jahren. Bewegungen verändern den Rahmen des Möglichen. Diese Frankreich 68 fortfolgende Erzählung. Be realistic, demand the impossible. Under the paving stones, the beach. All diese Geschichten. Ich bin noch in der Zeit links sozialisiert worden, als der große Sieg noch irgendwie in Echos denkbar war. In den 70er Jahren dachten die Leute wirklich, die Revolution kommt. In den 90er Jahren habe ich mit meinem Professor aus den 70er schon war so, ey Leute, ich beneide euch so, damals habt ihr echt an die Revolution geglaubt und wir können maximal noch an irgendwie eine erfolgreiche Demo glauben. Trotzdem hat die globalisierungskritische Bewegung, und Alexis wird es bestätigen können, ich weiß nicht, wer da sonst noch dabei war, aber Seattle, Chiang Mai, Prag, Göteborg, Genua, das war the time when we were winning. Es war ein Gefühl, jede Demo wurde größer, jeder Riot wurde fetter und wir haben immer mehr die Institution unter Druck gesetzt. Wir dachten, wir könnten irgendeine Form von großer Veränderung in Richtung einer viel besseren Welt. Un mundo donde quepa muchos mundos. Eine Welt, in die viele Welten passen. Also sozusagen zapatistische Poetry. Das war es noch vor 20 Jahren. Und ganz ehrlich, die Geschichten, die wir über Bewegung und Kampf jetzt erzählen müssen, sind solche, die für mich, für die ich glaube ich zu intens und dunkel bin. Oder nicht dunkel, die für mich zu dunkel sind, weil dann schlägt nämlich das, was ich mache, was ich normalerweise Hoffnung transportieren kann, um. Dann transportiere ich Depri. Die Geschichten, die über die Bewegungen der Zukunft erzählt werden müssen, sind Geschichten, die davon ausgehen müssen, dass wir uns mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf ein faschistisches Hellhole Europa zu bewegen. So, I think that's a fact. Und deswegen werde ich nicht glauben, also deswegen, ich bin ja auch nur, ich habe ja schon eine viel kleinere Rolle in der Bewegung jetzt als noch vor ein paar Jahren. Ich erzähle vor allem diese friedliche Sabotage-Geschichte. Mhm. Weil ich kann nicht mir die Geschichten erzählen, weil no, I don't. Ich sehe kein Szenario. Ich sehe kein Szenario, wo die globalen ökologischen Krisen the capitalism is unkillable. Er hat kein Zentrum. Die Wert- und Warenform ist nicht zerstörbar. Ich muss mal kurz aus der Technik sagen, dass dein Mikrofon ein bisschen klackert. Oh, so. Bitte? Ja. Nach vorne. Weißt du? Okay, super. You don't understand the symbolism, man. Also jedenfalls, der Kapitalismus ist unkillable. Wir wissen nicht, es gibt keinen Winterpalast. Die russische Revolution, das symbolische Event der russischen Revolution, war die Stürmung des Winterpalastes, der Zarenfamilie. Und hinterher wurden die Romanovs, die Zarenfamilie, alle geköpft. Der Kapitalismus hat keinen Winterpalast mehr. Gramsci hat seine Hegemonietheorien geschrieben über eine Gesellschaft, in der es halt keinen Winterpalast mehr gibt, keine Bastille. Was stürmen wir denn, um den Kapitalismus zu zerstören? Und wir wissen alle, dass der Kapitalismus, dass er diese Krisen vorantreibt.
die Wert- und Warenform bedeutet, dass man eine Stunde Arbeit einer bolivianischen Campesina mit einer bestimmten Anzahl an Intel-Chips vergleichen kann und miteinander in, so vernetzen kann. That is amazing! Und wir reproduzieren die Wert- und Warenform jedes Mal, wenn wir irgendeine Marktinteraktion machen. Das heißt, unser Gegner hat ein Zentrum, das auch in uns liegt, in unseren Praxen. We have no idea how to change that. Und da der Kapitalismus das Grundproblem ist, I think we're pretty fucked. Deswegen sollte ich nicht mehr viele solche Vorträge machen. Doch, unbedingt, mach weiter. Ja. Also wir sehen auch, es ist hochwahrscheinlich, oder vieles spricht dafür, dass wir in eine Phase in den nächsten Jahren einfach einbiegen, oder wir sind dabei, aber sie wird immer spürbarer, in der Elemente von Fakt sein immer deutlicher werden. Das war jetzt gerade echt gehedgedes Statement. Das war das Merkel'sche Statement. Ja, das ist meine Aufgabe als Moderator mit einem mediatorischen Hintergrund, das ab und zu nochmal ein bisschen anders darzustellen. So, und auch nochmal hier für Fragen einzuladen. Wir haben hier ein paar Leute aus der letzten Generation da, die du in der ersten Teil deines Vortrags mit viel Hoffnung abgefeiert hast, ja, willkommen geheißen. Und das, wir haben uns auch im Vorfeld gefragt, auch wenn deine Zeit langsam abläuft, wie du sagst. Ich glaube das nicht so ganz, aber auf einer bestimmten Art und Weise. Ja, ich habe eine andere Rolle als früher. Ja, genau, hast eine andere Rolle, genau. Was wären denn jetzt nochmal so deine Empfehlungen oder besten Wünsche? Also das eine klingt so ein bisschen altväterlich, das andere ist eher eine Hoffnungssache, aber unter welchen Bedingungen könnte denn das, was die jetzt hier so langsam bald planen, ein bisschen mehr Wirksamkeit entfalten? Ein bisschen ist gut. Also oder vielleicht ein bisschen mehr so Wirksamkeit entfalten. Meine Familie ist aus Franken. Ich glaube, die letzte Generation hat genau die richtige Frage gestellt, aber dummerweise habt ihr dann über dieses Essentreffengesetz geredet. Die Frage ist, hey, fuck you, Gesellschaft, wir haben gemerkt, dass ihr ignorante Arschlöcher seid. So, that's fine, we have now understood that. Also haben wir uns jetzt entschieden, und da gibt es halt wirklich tonnenweise soziale Bewegungsstudien, nicht nur die zwei davon, die XR immer wieder zitiert, Chenoweth und whoever, aber die History of Social Movements zeigt, dass wenn es einen Punkt gibt, an dem Eliten und Gesellschaft sich nicht transformieren wollen, müssen Bewegungen einfach über die rohe Störung der gesellschaftlichen Normalität kommen. Und roh meint jetzt nicht im Sinne von brutal, sondern gekoppelt, abgekoppelt von allem anderen. Und zwar genau das. Eben deswegen war dieses Essen-Rettungsgesetz meiner Meinung nach ein kapitaler Fehler, der den Aktionen die eigentliche Stoßkraft geraubt hat. Denn sagen müssen, Leute, we will fuck with your everyday lives. Wir reinternalisieren die Kosten, die wir mit unserer Produktions- und Lebensweise anderswo externalisieren. And let's see how you fucking like it. Das habt ihr gelegentlich getan, aber eben dieses Essen und Waren war totally red herring. Aber das war red herring, heißt so eine Ablenkung. Ihr hättet aber sagen müssen, wir werden jetzt anfangen, euch zu stören. Warum? Weil ihr nichts auf nichts anderes hört, ihr Volldeppen. Das ist halt im Grunde so das Gegenteil. Das ist so wie wenn man, wir haben gerade mit Alex über Kinder geredet, keine Ahnung, ob das mal das adäquat ist, aber wenn irgendwelche Eltern, die sagen, so, du gehst jetzt oben auf dein Zimmer, you're being unreasonable. Keine Ahnung, ob man das machen soll, vermutlich nicht, but the point is, parents do. Und das ist also ein bisschen das so, im Grunde sagen wir als Bewegung so, hey, dumme Gesellschaft, jetzt geh mal hoch auf dein Zimmer, du bist echt zu scheiße, jetzt stören wir auch mal deine Normalität. Weil deine Normalität ist das Problem. Ich bin ja eine ziemlich perverse Sau, da stehe ich ja auch zu. In den abgewandelten Worten von Rosa von Braunheim, nicht der Perverse ist pervers, sondern die Gesellschaft, in der er lebt. Und es sind ja nicht die Perversen und Drogenabhängigen und so weiter, die die Welt zerstören. Es sind die Normalen, die die Welt zerstören. Es ist das fucking jeden Tag zur Arbeit gehen und Robotten und in Urlaub fliegen und so weiter. Das Kollektiv, die kollektive Produktion davon. Die Normalität zerstört die Welt. Also müssen wir die Normalität stören. So, das ist das ein Weg. Und das ist der, und das offen sagen. Weil ich habe wirklich, I've had sex dates where people start asking me questions about letzte Generation. That was the most irritating thing ever. Weil, dann war ich so, ja, warum machen die das denn so? Oh my God, okay. Fine. Die wollen den Ablauf der Normalität schon. Die wollen nur so ein Essen-Retten-Gesetz. Und dann wurde ich immer so sauer auf euch. In dem Moment. Aber so dieses, das müssen wir sagen. Die Normalität muss aufhören.
Weil die Normalität zerstört die Welt. Und wenn die Regierung nicht die Normalität ändert, dann müssen wir das von unten machen. That's it. Punkt. Da muss gar nicht mehr viel dran gepappt werden. Der Diskurs ist einfach, stellt forward, er identifiziert genau das Problem und die Lösung. Normalität kaputt machen. Okay, einen Schritt weiter. Mal angenommen, das hat irgendwie eine Wirksamkeit, die in die richtige Richtung geht. Inshallah. Ja, okay. Und in 2 Jahren sitzen wir wieder hier. Worüber werden wir uns dann unterhalten? Wenn ich mich nochmal einlade, wofür ich total dankbar wäre, nach diesem, ja, diesem Publikumsbeschimpfungsabend von mir. Worüber werden wir in 2 Jahren reden? Ja. Die neuen Mechanismen, die die Gesellschaft evolved hat, um das abzufedern. Weil die Fähigkeit von verdrängenden Subjekten, neue Verdrängungsmechanismen zu finden, also I'm pretty fast in my head. Und wenn du Beziehung, also niemand von euch will eine romantische Beziehung mit mir führen, weil ich bin, glaube ich, ziemlich der Horror. In several ways. Aber einer ist halt, ich quasi analysiere die ganze Zeit, alle meine Freunde sagen, Tatu, du sagst uns immer, was wir fühlen. Also ja, das liegt daran, dass ich es besser sehen kann als ihr. Ihr seid halt Dudes und ihr habt keine Ahnung, was ihr fühlt. So, und Fact. Und das nervt, glaube ich, viele Leute. Und ich merke halt, dass die dann immer neue Mechanismen entwickeln, um meine Kritik dann wieder reflexiv abzufedern. Und das heißt, wir sind jetzt im ständigen Kampf zwischen der Eskalation unserer Kämpfe und der Fähigkeit der Gesellschaft, das sowohl reflexiv abzufedern, also sozusagen zu ignorieren, als auch repressiv zu behandeln. Das, that'll be the race. Das heißt, okay, wir werden Erfahrungen gemacht haben mit den Verdrängungs- und Abwehrmechanismen. Oh. Und dann müssen wir, ne? Oh ja, die Moral Panic. Stopp. Und die grüne RAF-Geschichte. Ah. So. Kommt gleich, wir haben nämlich noch eine Anmerkung, okay, oder Frage im Chat. Alles klar, danke. Johannes fragt, sind die Propagierung positiver Zukunftsentwürfe bzw. Gegenentwürfe ein Gegengift gegen die Entwicklung Europas zu einem potenziellen faschistischen Hellhaus? Also im Grunde, wenn man es überspitzt sagt, die alte Frage, müssen wir die Utopienfrage. Ja, genau. Also ich, jetzt mache ich mal ganz oldschool-linker. Der alte Marx hat mal den schönen Satz geschrieben, dass er keine Rezepte für die Köche der Zukunft schreiben will. I don't know. Quoting Marx was just a thing in the days. Aber ich weiß halt nicht, wie eine Utopie aussehen würde. Ich weiß es nicht mehr. I have no fucking idea. Ich kann mir schon irgendwie vorstellen, als Fridays auftauchte, die Wucht von Fridays lag ja nicht nur in ihrem generationellen, also einmal war es halt ein generationell konstruierter Akteur. Und das ist relevant, weil materielles Interesse wird relativ konstruiert. Also Generationen sehen ihr materielles Interesse gegenüber anderen Generationen. Und das hätte bedeutet möglicherweise, dass man eine Massenbasis für den Kampf für Klimagerechtigkeit in Deutschland hätte. Didn't work, but that's another question. Aber der Appeal lag auch in dieser Idee der Zukunft. Total vage, das ist ein vager Frame. Aber wenn du mit Leuten geredet hast, was war die Zukunft von in Fridays for Future, dann war das immer eine feministischere, eine diversere, eine queerere, eine irgendwie nachhaltigere. Und das war, das, also das heißt so, Sommer 2019 war das letzte Mal, dass ich mir sagen konnte, okay, da ist irgendeine Zukunft, die auch nur eine ansatzweise größer als null seiende Eintrittswahrscheinlichkeit hat. Since then, also das war das letzte Mal, und das war jetzt nicht sehr, sehr detailliert. Dieses detaillierte Ausmalen von Utopien, das machen Nicke schon sehr lange. I've never seen any of those utopias. Aber ich habe auf jeden Fall Diskussionsgruppen gesehen, die sich darüber zerfetzt haben, wie man diesen Text schreiben soll. So, not terribly interested, sorry, ich will das jetzt nicht dissen, aber ich bin heute einfach ein ganz klein bisschen down. So, diss ich, sorry. Ich habe nochmal, ich muss diese Frage stellen, leider. Also nochmal zur Normalität. Die Scheiße. Ist scheiße, okay, können wir uns darauf einigen. Können wir torpedieren, aber das Bürgertum liebt die Normalität. Nicht nur das Bürgertum, auch die Arbeiterinnenklasse. Möglicherweise auch. Wir würden ihnen die Privilegien nehmen und diesen Wohlstandsgedusel. Davor ist die Angst immens hoch, ja, und deswegen kommt es zu dieser Verdrängung. Ja. Wir würden in der Konsequenz unseres Handelns, in Eskalation der Klimabewegung, würden wir die Akzeptanz gänzlich verspielen, während sie jetzt gerade so am Aufkommen ist. Erstmal eine ganz kleine Parenthese. Du hast gesagt, die Angst vor dem Verlust der Privilegien ist hoch, daher kommt die Verdrängung. Dem würde ich widersprechen. Die Verdrängung ist das Resultat von Schuld und Scham. Du hast dir den rationalen Gedanken angelegt. But that's not how this works.
Man verdrängt nicht aufgrund von rationalen Annahmen, wie das der Effekt von etwas ist, sondern wegen Affekten wie Schuld und Scham. Und Scham ist zum Beispiel völlig effektinelastisch. Also, weiß ich nicht, aber ich schäme mich doch, wenn du jetzt sagst, ey, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwo hinfliege und dann kriegst du das mit und sagst dann irgendwie, Madina, ist doch scheiße, brauchst du doch nicht, kannst auch hier Urlaub machen. Dann ist doch meine Gegenwehr Scham. Ich schäme mich, weil ich darum weiß, wie scheiße das eigentlich ist. Das ist eher Schuld. Schuld ist nicht Effekt. Scham. Wenn ich meinen Sex habe, leidet ja niemand. Aber wenn ich irgendwo rumgesetzt werde, kann ich mich trotzdem schämen. Scham ist unabhängig von den Effekten der Handlung. Das wäre tatsächlich auch Flugschuld wäre vielleicht. Also Flugschuld wäre vielleicht ein besseres Wort gewesen. Aber bei Scham ist es tatsächlich so, dass die nicht über irgendwelche rationalen Verhältnismechanismen läuft. Aber zu deiner eigentlichen Frage, weil ich wollte diesen Punkt einfach nur klar machen. Was hat uns denn gemocht werden gebracht? Seriously? Ja, es geht ja um Wirksamkeit. Es geht jetzt nur um Sinn und Wirksamkeit. Und gemocht werden hat nicht zur Wirksamkeit geführt. Also da ist kein Zusammenhang. Der Zusammenhang zwischen dem gemocht werden der Klimabewegung und dem Effekt auf die Klimapolitik ist genauso stark wie der globalen Klimapolitik-Meilensteine und der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre. Null. Ergo kann man die Frage von Beliebtheit einfach mal ausklammern. Also mathematisch gesprochen. Whether or not we're liked will be relevant für wie hart die Gerichtsurteile sind. Aber nicht für die Klimapolitik. Und die Gerichtsurteile sagen, wir müssen eine massive Infrastruktur aufbauen. Wir haben jetzt die Rote Hilfe, die zahlt, danke an die Genossen und Genossen der Roten Hilfe, einfach mal amazing work. Die zahlen undogmatisch die Hälfte von Prozesskosten, von Strafgeldern und so weiter und so fort. Und wirklich, it's such boring work. Aber das ist nur eine Organisation. Wir müssen unglaublich viel Energie in den Aufbau von effektiven, attraktiven Antirepressionsstrukturen, weil da müssen auch Leute einsteigen. Wir müssen ja nach außen PR-Arbeit machen können. Wir werden so aufs Maul bekommen als Klimabewegung, sobald wir aus der Goldilocks-Zone rausgehen. Ich bin fast ein pathologisch angstfreier Mensch. Also wenn ich frage mich so, warum mache ich so crazy shit? Ich nehme Risiken nicht so richtig wahr manchmal. Aber mittlerweile habe ich auch einfach Angst. Also ich meine, ich habe jetzt eine Vorladung wegen Gras bekommen, which is really funny, weil ich dachte, das muss doch wegen Crystal Meth oder wegen Sabotage sein, aber nein. Aber diese Briefe häufen sich, die Gefährderinnenansprachen vor der IAA letztes Jahr in München. That was crazy shit. Also NRW, neue Polizeigesetze werden 10-mal heftiger auf Klimaaktivistinnen angewandt als auf Nazis und islamistische Gefährder. Ich habe noch ein Beispiel vergessen. Neues Versammlungsgesetz in NRW. Ja, nee, das war NRW sagt hier gerade. Ella, wie Ella in ihrem Prozess behandelt wird. Die Kämpfe gegen den Rechtsstaat, brutale Gewalt. Dabei ist dieser Tritt nicht mal nachgewiesen. So the point is, wir sehen das jetzt schon. Wir müssen also zwei Schienen fahren. Wir müssen unsere taktischen Capabilities eskalieren. Wir müssen unsere Fähigkeit zur taktischen Eskalation deutlich ausbauen. Und einen wirklich... Unsere Antirepressionsstrukturen brauchen ungefähr so einen Aufwuchs wie FFF zwischen 2018 und 2020. Rika. Gibt mir eine Frage. Ja, ich fühle mich ein bisschen provoziert zu einer Gegenrede, weil ich finde es tatsächlich sehr dunkel. Aber ich will die gar nicht halten, sondern die Frage stellen. Also ich sehe schon, dass es uns wenig gebracht hat, gemocht zu werden. Aber was wird es uns bringen, nicht gemocht zu werden? Und noch eine Frage vielleicht, also wegen dieser Dunkelheit. Ich glaube, ich bin einfach so ein Bruchteil deiner Zeit sozusagen aktiv. Und ich frage mich ein bisschen, also weil ich es zu spät gecheckt habe. Aber das bringt mich vielleicht auch zu der Erkenntnis, dass ich glaube, es gibt auch noch Potenzial an Leuten, die es checken. Also ich glaube, es haben noch nicht alle gecheckt. Und vielleicht auch, also wenn wir uns angucken, wenn wir, sei es Revolution, Transformation, radikale Veränderung, egal wie wir es nennen, wenn es verglichen wird im Diskurs, dann gibt es irgendwie die neolithische Revolution, bla, Sesshaftwerdung der Menschheit, so als Dimension, wie groß die Veränderung sein wird und meinetwegen noch die industrielle Revolution. Und die letzte war ja schon ziemlich schnell, aber auch die hat so 100 Jahre gebraucht. Und ich frage mich, ob sozusagen unser aktivistisches Menschenleben ausreicht,
um sinnvoll diese Veränderung zu begleiten oder ob es quasi da auch einfach an einem Frustrationspunkt kommt, weil ich finde jetzt die letzten 10 Jahre, die du, ich finde, hervorragend am Anfang da umrissen hast, mit der Erkenntnis, wir sind gescheitert, ist vielleicht einfach, haben wir noch nicht weiter genug gedacht. Also die 2 Fragen vielleicht, ob du da dem was angewinnen kannst, aber auch, was es uns bringt, nicht gemocht zu werden. Zuerst mal würde ich total gerne eine Gegenrede hören. Das ist kein irgendwie, come on, let's fight, sondern wirklich, ich warte auf die Storytellerin, den Storyteller, der eine Story mit Hoffnung erzählt, die eine ähnliche emotionale, intellektuelle Wucht hat wie meine Story of Darkness. Weil I need to find hope. Ich habe ganz lange den Job in Bewegung gehabt, Hoffnung in Kämpfe reinzubringen. Und irgendwie die große Geschichte zu erzählen, wie 13 Leute von der Tankstelle in Bad Salz-Detfurt Teil des Kampfes für globale Gerechtigkeit sein können und sind und voll wichtig sind. Das ist irgendwie eine Fähigkeit, die ich habe, weil ich ein unglaublicher Selbstbelügner bin, like Bullshitter bin. Which again relates to relationships, but another story. Or the same story all the time. Aber ich habe diese Fähigkeit nicht mehr. Nach dieser Niederlage im Antikohlekampf gab es Monate, wo ich dachte, dass mein ganzes Leben sozusagen a waste of time gewesen wäre. Und es braucht Leute, die hoffnungsvolle Storys erzählen. So please, halte diese Gegenrede. Vielleicht nicht jetzt, aber write it down or post it somewhere, please. Zweitens, was bringt es uns, nicht gemocht zu werden? Da ist eine logical fallacy drin. Ich habe einfach nur gesagt, ob wir beliebt sind oder nicht, ist eine irrelevante Variable. Ich habe nicht gesagt, dass unbeliebt zu sein einen positiven Effekt haben würde. Deswegen war das eine logisch nicht ganz richtige Fangfrage. Of course, ich habe auch gesagt, nicht gemocht zu werden wird die Repression schärfer machen. Aber es besteht kein negativer Zusammenhang zwischen nicht gemocht werden und dem Nicht-Erkämpfen von Policy-Zielen. Zum Beispiel, wer mag denn Pegida? Pegida, die Querdenkerinnen werden nationally reviled. Die haben die Regierungspolitik wie lange vor sich hergetrieben? Amazing, diese ganze Impfpflichtdebatte haben die Querdenkerinnen, that are the national bodies, die haben die Impfpflicht sozusagen ganz hart verzögern können. We're the goodies and we get nothing. Ich will jetzt nicht implizieren, dass nicht gemocht werden es einem erlaubt, Policy Victories zu erzielen. But I think not caring about being liked is important. Weil das ist die falsche Variable. Du guckst auf die falsche Zielvariable. Nicht du, but one. Dann war da der Punkt mit dem Zeithorizont. Ja, das Problem ist, ich wollte gerade Lyndon Crazy Johnsons wunderschönen Song More Time, We Need More Time. Wenn Lyndon Crazy Johnson nicht kennt, mega geiler Reggae-Spoken-Word-Artist, Brixton, London, 1980s, amazing. Wunderschönen Song More Time, We Need More Time. More Time to Reduce Unemployment. More Time, it's like, but we don't have more time. Alle linken und demokratischen Ideen von Verbesserung der Welt basieren auf der Idee, und Alex und ich haben 2007 oder 2008 in der Arankan-Artikel dazu schon geschrieben, die letzte Schlacht gewinnen wir, hieß der. Von den Bauernkriegen, wo gesungen wurde, geschlagen ziehen wir nach Haus, die Enkel fechten es besser raus, über Martin Luther King, the moral arc of history is long and bends towards justice, über Marx, Hegel, Kant, Tonsteine, Scherben, letzte Schlacht gewinnen wir, bis hin zu Chumbawamba, I get knocked down, but I get up again. Alles Ideen von Long-Term Perfectibility of Life. Wir können scheitern und scheitern und scheitern und scheitern und scheitern. Ich habe aufgestanden, wir sind immer besser. No. We'll fail and fail and fail and fail and fail and land down there. Und das ist das Problem. Erstmal, der Revolutionsbegriff ist ohnehin bedeutungslos. Wenn er sowohl gleichzeitig die neolithische Revolution, also eine über lange Zeit laufende gesellschaftliche Grundveränderung, mit den 10-tägigen Putsch der Bolschewiki in Russland in einen Topf wirft, ist schon mal relativ. Das ist no meaning. Also ich komme aus der revolutionären Tradition der Linken und benutze den Begriff nicht mehr. Tatja, eine Frage noch kurz. Wo unterscheidest du dich, wo du sagst, da bin ich ziemlich dunkel gerade unterwegs, von der Gruppe von Intellektuellen und so Splittergruppen, die man so unter dem Klimafatalismus zusammenfassen kann, und ich glaube, da möchtest du nicht mit
Das ist eine extrem leading question. First of all, wer sind die Klimafatalistinnen? Zweitens mal, wer nicht Klimafatalistin ist, liest nicht die richtigen Zeitungen und nicht die IPCC-Reports. Und drittens ist ja die Frage, können wir nicht einfach mal anfangen, eine realistische Situationseinschätzung zu haben und uns nicht selbst bullshitten? War das eine Frage oder willst du die hören, die Antwort drauf? Ich habe jetzt leider die Namen nicht, aber Teil 3 von Andreas Meins Buch, How to Blow Up a Pipeline, da hatte doch so ein paar Leute... The Dark Mountain Project. Dark Mountain und davor noch diesen, na, wie heißt der, Steve dieser... Steve Nordhaus. Also diese Gruppen und dann ein paar Leute, die da drüber schreiben und wo man sagen könnte, das ist so eine richtig Bohemian... Genuss am Fatalen, man kann nichts machen und wir gehen da unter. Da möchtest du nicht dabei sein. Also ich möchte da sein, wo die Leute das sagen, was Rosa Luxemburg, umsetzen, was Rosa Luxemburg mal gesagt hat. Die Wahrheit zu sagen, ist immer noch die revolutionärste Geste von allen. Nochmal langsam zum Mithören. Die Wahrheit zu sagen, ist immer noch die revolutionärste Geste oder Tat von allen. So. Okay. Und das ist die Wahrheit. Ich glaube, ich habe jetzt kein Monopol auf Wahrheit, aber wenn mir jemand, in dem, was ich heute gesagt habe, Übertreibungen, rhetorische Zuspitzungen, that's what I do. Aber wenn mir jemand einen faktischen Fehler nachweisen kann, please, weil ich will, dass du mir einen nachweist. Ich will, dass, der Punkt mit der Rede, I want hope, wir brauchen Hoffnung. Oder irgendwie eine Perspektive. Und ich kann die gerade nicht geben und nicht finden. Ja. Und ich bettle die Genossinnen, die draußen hören an und euch an, find that hope for me. Ich glaube, in deiner Erzählung ist und in deiner Ausdrucksweise ist ein Stück Hoffnung drin, weil du nochmal sagst, friedliche Sabotage, hallo letzte Generation. Ich weiß zwar nicht, ob es irgendwie erfolgreich wird, aber das ist das, was jetzt getan werden muss. Genau, und das kann und wir wissen alle nicht, was folgt. Also dieses Thema, ich glaube, Rika, ich glaube, du hast auch was von diesen sozialen Kipppunkten so im Hinterkopf. Darüber diskutieren wir ein Stück. Wir können das nicht designen, wir können das nicht planen. Es gibt keine Input-Output-Reaktion. Also in dieser Logik die sind wir nicht drin. Die ich für magischen Realismus halte. Das halte ich für magischen Realismus der Bewegung. Magischer Realismus, eine Literatur- und Kunstströmung aus Lateinamerika. Magisches Denken. Ne, ist im Grunde so, you take reality, so wie sie ist, und dann sagst du, dass bestimmte Dinge passieren, die im Grunde aus die transzendent sind oder magisch oder die irgendwie aus dem Nichts auftauchen und das Mögliche verschieben. Und Bewegungsdenken muss so sein. Aber momentan ist es halt so, dass die Orte, an denen Magie entstehen kann, werden sozusagen immer weniger. Die Akteure, die zaubern können, werden immer weniger. Und die Zeit, in der wir zaubern können, wird immer geringer. Und eben meine Geschichten, die für mich funktionieren, beinhalten immer eine große Makrohoffnung. Die Kopenhagen-Geschichte, wo ich ja ganz führend war in der Erzählung, da hatten wir wirklich die quatschige Idee, dass Kopenhagen so eine Art Seattle 2.0 werden könnte, das Seattle der Klimabewegung. So. Idiotik, beinhaltet überhaupt keine realistische Analyse der Politiken der UNFCCC. Aber es war eine Story, die total mobilisiert hat, weil sie eben so eine große Hoffnung erzählt hat. Ich bin nicht der Mensch für subtile Geschichten und Shades of Grey. Well, for the SM stuff, sure, but not the... So, aber es braucht andere Geschichten erzählt. Deswegen habe ich meinen Kolumnen-Slot im ND an Lasse Thiel. Super, super Genosse vom Konzept Neue Ökonomie. Wirklich, ich weiß, ND kann auch manchmal echt weird sein, aber lest diese Kolumne. Clara Thompson, tolle Genosse aus dem Dani schreibt. In der Klimakolumne. Ich habe meinen Slot an Lasse weitergegeben, weil ich merkte, ich kann da nicht mehr schreiben, weil ich wurde nur noch dunkler und dunkler. Okay. And I'm becoming an old man and I maybe need to retire at some point. Okay, das ist vielleicht ein Stichwort. Lass uns drei mal überleben, wie wir jetzt hier zu einem guten, also wir haben 9 Uhr. Nein, wir müssen ja keinen guten und bitte nicht die Frage, also das ist ja diese ekelhaften Diskussion zum Schluss, wollen die Moderatoren noch etwas, wo siehst du Hoffnung, das wollen wir mal nicht unbedingt jetzt hier abfragen, ja genau. Nur wie kriegen wir jetzt die Kurve, damit man sagen kann, das ist echt ein Abend gewesen, mit dem wir einfach weiterdenken können. Darf ich dir so einen Vorschlag machen? Oder dazu? Ja, mach einen Vorschlag. Also du hast ja schon, da waren ja schon Elemente drin. Also wir müssen unsere Capabilities, die Normalität zu stören, massiv ausbauen. Das heißt taktisch, das heißt kommunikativ und das heißt eben auch die Repression abfangen. Das ist eine große, that's a big challenge, aber das sind ganz konkrete Dinge, die man tun kann. Und ich habe jetzt auch wieder in Trennung gemerkt, es ist manchmal richtig gut, einfach Dinge zu tun, um einen von der Depression abzulenken. Das meine ich völlig ernst. Doing stuff to fight hilft gegen die Depression. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil Depressionen sind ja keine rationalen, schlechten Stimmungszustände, sondern man erlahmt. Das dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht erlahmen. Weil wir halt gegenüber Genossinnen wie Tätten eine Verantwortung haben.
So we can't stop fighting. Also müssen wir das machen, was ich glaube, wir müssen hier die Normalität stören. Und wir müssen das tun mit einem Gefühl von we are right. Und auch wenn die Chance auf den Sieg irgendwo in den untersten Promillen liegt, ist sie trotzdem immer noch der einzige Weg, wo wir hingehen können. Sorry. Ich glaube, I've been doing this for a bit too long, I think. Sorry. Aber basically, das ist doch der Punkt. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir müssen einfach nur die Guts haben, es zu tun. Und rauskommen aus diesem, wir müssen von der Gesellschaft gemocht werden und oh Gott, dann die Repression. Ja, wir müssen eine Mehrheit in einem Land, das strukturell rassistisch ist und den Rest der Welt ausbeutet, nicht überzeugen, sondern wir müssen deren Fähigkeit zerstören, den Rest der Welt zu zerstören. That's not gonna be fun for anyone. Und der Struggle, ich komme aus dieser Hedo-Linken, das wird kein Hedo-Kampf werden. Das wird ein dunkler, harter Kampf werden. And those aren't stories that I like to tell. Aber others can. So. Wow. I'm sorry, guys. Das ist ein bisschen wenn ich Geld hätte, wenn ich nicht arbeitslos wäre wegen meiner radikalen Klimaposition, würde ich sagen, ich kaufe euch eine Runde von einem. Aber ich danke so. Ich danke euch total, dass ihr mir nicht irgendwelche Dinge an den Kopf geworfen habt heute. Ich weiß, das war sozusagen der dunkelsten Version dieser Story, die ich hier erzählt habe. Und das ist für mich, ich kann jetzt von hier so ein bisschen weitergehen. Mhm. Und weil ich weiß, ich bin ein Storyteller, das ist mein Job. Und wie sagt man, you have to hit rock bottom. Mhm. Ne, bei Abhängigkeit und allem und so. This is sort of rock bottom. Also this is the most honest story I've ever told in einem öffentlichen Meeting. Mhm. Und vielleicht können wir von da an was sagen, okay, ja. Anerkennen, wie scheiße es ist, ist der erste Schritt zur Besserung. Zumindest ist das eben bei Addictions und so weiter so. Das ist so die Trauerkurve. Ja, dafür sollte sich auch niemand entschuldigen müssen. Ich finde das total armselig, dass das nicht genannt werden darf, was die Wahrheit ist. Es gab einen Scheißartikel in der Taz vor ein paar Tagen zum Thema Rhetorik der Klimabewegung. Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt. Und weil du gesagt hast, die Menschen lesen nicht die richtigen Zeitungen. Ich würde sagen, das ist die richtige Zeitung und auch die fällt uns irgendwie ins Genick. Ist doch kacke. Angesichts der Zeit würde ich sagen, wenn ihr jetzt keine weiteren Anmerkungen habt, ich finde das total schade. Ich hätte gerne euch, letzte Generation, noch mehr reingeholt. Wenn ihr noch was sagen wollt, seid ihr jetzt noch willkommen. Oder wenn ihr Fragen habt, kann jemand Whisky ausgeben? Whisky kriegst du später. Hast du Whisky gesagt? Ja. Echt? Ja. Ja, du kriegst einen, aber nicht jetzt. What? Well, I'm impressed. Das ist mein SM Don Top. Genau, vielleicht mögt ihr noch was sagen, das würde mich persönlich total interessieren. Trotzdem sollten wir den zeitlichen Rahmen ein bisschen einhalten. Und da hinten war auch noch eine Meldung. Man hört mich. Ja, leider sind die Main Actor der letzten Generation, die mussten schon gehen, weil die in irgendwelchen Telcos schon wieder rumhängen. genau, aber ich bin auch einigermaßen dabei. Und nochmal danke, Tatsu, an dir für den heutigen Abend, für deine Ehrlichkeit und für deine Unterstützung. Auch an die letzte Generation. Ich glaube, die wissen das alle sehr zu schätzen. Danke auch für das, was du, ne, für die Tipps, ne, Thema Essen retten Gesetz und sowas. vielleicht freust du dich, dass die nächste Kampagne eher Richtung fossile Infrastrukturen blockieren und zum Stopp bringen. Stören, Normalität stören. Genau, das wird auf jeden Fall weitergemacht. Und wenn wir schon bei der letzten Generation sind, wir sind zufälligerweise am Donnerstag um 19 Uhr in Frankfurt, hält der Henning einen Talk. Henning macht das sehr wunderbar. Er ist auch sehr gut darin, Sachen emotional rüberzubringen und auch Hoffnung zu geben und auch zu mobilisieren und auch Bock zu machen. Das heißt, falls ihr jetzt gerade hier gerade ein bisschen rausgenommen habt und euch denkt so, boah, ey, alles ist scheiße, geht zu Henning am Donnerstag. Ich habe hier noch ein paar Zettel, die ich verteilen werde. Super. Genau. Ich glaube, ihr könnt dann diese negative Darkness bestimmt in coole, positive, rebellische Energie umwandeln. Danke euch. Henning ist genau einer der neuen Storyteller, die ich gemeint habe. Die sozusagen in einem anderen Kontext reden. So, und damit? Also, war da hinten noch eine Meldung? Eine letzte Meldung? Ja, bevor jetzt alle aufspringen. Ja, ich habe irgendwie ziemlich viele Fragezeichen, die wahrscheinlich auch heute nicht mehr loswerden. Aber eine Sache, die mich schon ein bisschen verwundert hat, und da habe ich auch eben noch mit ein paar Leuten in der Pause geredet. Also wenn ich jetzt so das Bild im Kopf habe, ne,
wir haben eine Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland, die ist mostly weiß und privilegiert. Und die geht jetzt in die Avantgarde und macht friedliche Sabotage. Ist natürlich eine Entwicklung, die ich nicht verteufeln will, die finde ich auch gut zum Stück weit. Aber was halt gar nicht in deiner Erzählung bisher war, außer jetzt bei irgendwie Antirepressionsstrukturen, ist die Frage der Organisierung und die Frage des, wie weiter und wie auch eine Basis haben, um das überhaupt auffangen zu können. Und das auch einfach, ne, irgendwie nicht irgendwie bei einem Teil, also ne, wir müssen uns ja nichts vormachen, so, ne? Es gibt eine herrschende Klasse, die keinen Bock hat, dass sich Veränderungen umsetzen wird. Und deswegen müssen wir es schaffen, dass wir eine Basis haben, in der wir diese Veränderung von unten machen. Und das hast du ja auch gesagt. Aber diese Perspektive der Organisierung hat mir voll gefehlt. Ich bin kein Organisationstheoretiker, lad jemand anderen ein. Es ist eine interessante Frage, that I'm not terribly qualified to speak to. Ich bin in Ende Gelände, habe ich nicht die Strukturen aufgebaut, ich habe die Pressearbeit gemacht. Ich finde die Fragen total wichtig, aber ich finde es immer so ein bisschen so, hey, du hast nicht über Thema X geredet, sag, I wasn't asked about it und ich hatte einen anderen Fokus. Voll, also es geht mir auch nicht darum, dass du jetzt eine fertige Theorie ablieferst, sondern dass es halt einfach Teil von dem ist, was du vermittelst, wo gerade viele Leute auf den Zug aufspringen. Wichtige Frage. Okay. Gibt es noch was von euch? Das reicht jetzt langsam. Ja, ich glaube, wir müssen Schluss machen. Also nicht, weil alles geklärt ist, sondern weil die Zeit einfach zu weit vorangeschritten ist. Wer noch Bock hat, Tazio zu sein, weiter zu dem Thema zu hören oder auch Autochemie, zu lesen. Autochemie. Dissens Podcast mit Andreas Malm, saugut, total interessant. Ich kann es nur allen empfehlen. Oder Radio Nordpol, sowieso total gutes Portal. Und es gibt den Blog von Tatjo Müller, kritische Sabotage, mit der Möglichkeit, dich auch finanziell zu unterstützen. Genau, danke, das muss ich lernen bei den Events. Ich habe jetzt einen Blog, also ich bin mega pleite. Und es hat tatsächlich auch erheblich damit zu tun, nicht mit meinem Drogenkonsum, sondern der wurde von meinem Wolfen finanziert, sondern der tatsächlich aus der RLS rausgemobbt wurde, weil ich radikale Klimapositionen hatte. Deine Subsistenzemissionen müssen ja auch irgendwo verdient werden. Ganz genau. Und deswegen, ihr könnt friedlichersabotage.net, ihr könnt den kostenlos abonnieren, weil es eine Bewegungsressource und ich Kommunist bin, also klar. Aber von allen nach ihren Fähigkeiten und allen nach ihrem, von allen nach ihren Fähigkeiten und allen nach ihren Bedürfnissen könnt ihr mich auch in 5 oder 10 Euro im Monat fördern und kriegt alle 2 Wochen einen Text, der in der eigenen idiosynkratischen Art geschrieben ist. Themen sind meistens Klimastrategie, aber anscheinend lege ich meine Beziehungskonflikte. Und ich versuche damit die Diskussion voranzutreiben. Und abonniert ihn, spread it, discuss it, tell me how I suck. Well, aber je mehr Debatte, desto besser, wenn sie denn zur Aktion führt. Ja, wirklich lesenswert. Manchmal gibt es linken Bashing, das ist dann nicht nur Klima, sind auch andere. Ja, genau. Mein letzter Text war, warum die Partei der Linken ein gescheites Projekt ist und wir aus Klimagerechtigkeitsperspektive da was anderes nur denken müssen. Ja, genau, super. Das können die ja alle selber lesen. Also ich möchte natürlich jetzt wie immer ganz, ganz, ganz herzlich dem Club Voltaire danken. Maxim, dir für die Technik, großartig. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Soll oder darf euch von der Eva vom Club Voltaire sagen, dass alle anderen aktivistischen Gruppen auch hier sehr, sehr herzlich eingeladen sind, diesen Ort regelmäßig aufzusuchen, auch hier sich nicht nur beim Bierchen zu treffen, sondern auch zur Planung von irgendwelchen Aktionen oder was auch immer. Man darf auch den Plenumsraum nutzen, ich glaube gegen kleine Gebühr. Wer Interesse daran hat, jetzt von euch, die hier sind, ihr könnt euch gleich an mich wenden. Ich habe die E-Mail-Adresse von der Eva und sie meinte, am besten wäre es hier Direktkontakt. Mhm. Ich möchte zum Schluss noch sagen, Ziel dieser Veranstaltung war es jetzt nicht. Also jetzt spreche ich als Koala, dass wir jetzt alle rausgehen und an Stellschrauben von irgendwelchen Kohlebaggern manipulieren. Lieber damit haben Sie mich eingeladen. Liars. Das sage ich, falls der Verfassungsschutz angeht. Also. Tatsächlich ist eher das Ziel gewesen, dies aber sehr wohl als legitime Option zu denken, zu durchdenken und möglicherweise dann in die Tat zu schreiten, aber dass das wirklich jeder und jeder alleine entscheiden muss im Sinne einer Diversity of Tactics. Das gibt nicht falsch oder richtig. Also ich rufe schon zu Sabotageakten auf, aber das ist nicht die Koala-Position. Genau, ich bin Koala, du bist Tacho, ich wollte es nochmal betonen. Das war uns, glaube ich, wichtig oder es ist mir wichtig. Trotzdem, total spannender Abend mit dir.
Ich glaube, wir bleiben noch ein Momentchen hier. Du kriegst jetzt dein Whisky. Ich lade dich ein und ihr kommt gut nach Hause. Oder bleibt bitte auch noch hier und seid herzlich eingeladen, noch mit uns wenn, zu verweilen. Wenn ich noch ein letztes Wort sagen darf, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zum emotionalen Dumping benutzt. Es war mir nur, ich musste irgendwann mal eine Geschichte in ihrer Wahrheit erzählen. War gut. Und deswegen danke ich euch wirklich fürs Zuhören und mich nicht irgendwie niederschreiben. Halt, noch nicht klatschen. Vielen Dank für das Teil. Noch. Nächste Klimakneipe zum Klimaentscheid. Der ist Gast hier jetzt wieder. Basic, lokal, ganz andere Geschichte, aber mega wichtig, 21.04., letzter Montag im April. Kommt alle vorbei, wir freuen uns sehr. Adieu.